Sag Simon, warum ist es so hell da? Weil wir die Lampen haben und wir spielen Zelda. Yay! So, hat es doch gut gelaufen, oder? Ja, bin sehr beeindruckt. Finde ich auch gut. Aber der Druck war nicht gut. Der Vorhang geht auf die Bühne. Jetzt perform mal Impro-Theater. Das mag nicht jeder. Simon, du musst doch gewohnt sein, wie wir früher auf Drehs gewesen sind. Da habe ich auch gesagt, Tanzaffe für mich, Tanz! Ja, dann kamen die Bananen geflogen. Ich habe dir Erdnüsse ins Gesicht geworfen. Au, au! Das war auf der Fahrt dahin, nicht beim Dreh. Ey, da fällt mir gerade ein, wir hatten ja mal für Heavy Rain haben wir einmal einen kleinen Einspieler gedreht, wo mir Gunnar mit so Proteinpulver aus dem Dings quasi in den Mund kam. Ja, ich weiß. Das war dieses Gehirn. Gehirn. Der so als Belohnung wie so ein Fisch, ne, kam dann so diese Flocken, aber dieser ganze Mehlkram ist mir so in die Lunge direkt. So, der Schlauch war nach oben, ich gucke auch noch und er schüttelt mir alles rein. Und da habe ich erst gemerkt, was für eine dumme Idee das war. Du kriegst den Scheiß, diese Zimt-Challenge, kennst du wahrscheinlich auch? Ja. So hat sich das angefühlt. Und ich dachte mir in dem Moment, fuck, du stirbst jetzt in so einem dummen Moment, ich musste so husten. Du bist zu früh für TikTok gekommen, das wäre nämlich Dumb Ways to Die. Eigentlich dumb gewesen. Dumb Ways to Die. Ja, exakt. Das ist wirklich der offizielle TikTok-Song, ne? Simon, schön, dass wir wieder gemeinsam was machen können hier im mobilen Greenscreen-Studio jetzt. Ihr hier seht gerade. Das ja gar nicht, ne? Aber hier ist eigentlich, wollen wir sagen, wo wir sind? Ja. Ja. In Schweden. In Schweden. In einer Sauna, deswegen ist auch so die Sonne. Ah. Meine, wir wollten euch nicht hier die nackten Schlongs zeigen und deshalb haben wir einen Greenscreen vor Ole dahin gehängt. Ole, geht's dir gut? Ole, geht's gut, ne? Mach mal einen Aufguss, bitte. Ja, oh, wie können wir auch beide uns verantwortlich fühlen, den Aufguss jetzt irgendwie? Moment, es ist ja auch Stereo. Ja. Ne? Da müssen wir von beiden Seiten das machen. Weil, schöner Soundeffekt. Ganz kurz, ja, ihr habt richtig geklickt. Es geht hier um Zelda. Ja, aber ihr wisst, dass wir jetzt hier da sind. Ja, leider. Ne? Also ich meine, leider für die Leute, das tut mir auch ein bisschen leid. Wir werden das Spiel entsprechend zelebrieren. Genau. Aber wir müssen kurz mal ein bisschen aufklären, wer von uns sich eigentlich wie gut mit dem Franchise und vor allen Dingen dem neuesten auskennt. Genau, also das ist ein großer Unterschied. Was wir jetzt hier machen, ihr seht, ich denke mal, alle wahrscheinlich genau auf dem Let's Play-Kanal und wurden gefragt, hey, möchtet ihr zusammen ein bisschen The Legend of Zelda spielen? Das ist jetzt nicht der Start des großen Let's Plays. Nein, das oder nicht. So hier. Na, aber das Spiel ist ja jetzt brandneu, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, wahrscheinlich, wenn ihr es seht, gerade rausgekommen. Wir nehmen das jetzt so ein paar Tage vorher auf. Ich habe jetzt bereits tatsächlich so knapp 55, 60 Stunden gespielt, bereits im Voraus. Weißt du, in welchem Zeitraum? Also realistisch sind es 3 Tage. Na gut, ja. Weniger ist schwer. Ich bin alt, ich muss aber schlafen. Innerhalb von einer Woche. Ja, okay. Moment, also 4-Tage-Woche oder eine Arbeitswoche oder eine ganze Woche? Eine richtige Woche. Ja, mit Wochenende und allem drum und dran. Das heißt aber, im Schnitt geht es so in Richtung 10 Stunden pro Tag ungefähr. Das ist trotzdem viel natürlich, aber manche Spiele sind es ja auch wert. Ich kann mich erinnern, bei Elden Ring habe ich das auch nicht als schlimm empfunden, da 10 Stunden zu spielen. Das war das letzte Spiel, wo ich so das Gefühl hatte, wenn ich nachts eingepennt bin, ich möchte aufwachen, gib mir gleich wieder den Controller, der ist bestimmt bis dahin aufgeladen. Ich kann mir auch relativ gut vorstellen, dass das für viele Leute ihr Elden Ring sein wird. Also gerade für die Nintendo-Generation, die vielleicht, oder alle Leute, denen Souls-like nicht sagt oder nicht liegt, für die ist das jetzt hier ihr Elden Ring. Was ich dir schon mal sage, vielleicht siehst du es jetzt ja auch gleich, wir werden das Spiel gleich mal von vorne hier anfangen. Ich will mich auch natürlich sehr zurückhalten hier, weil ich weiß, genau dieses Spiel, die Leute, die sich darauf freuen, ich will hier nicht spoilen. Ich will nicht sagen, oh, das passiert dann und dann geht's dahin und so funktioniert das. Ich würde dir am liebsten den Controller gleich in die Hand heben. Ich dachte, du sagst abnehmen. Abnehmen wäre schön in dem Alter, wenn das noch gehen würde. Ich würde den Controller in die Hand geben und vielleicht so ein bisschen Support leisten. Ich spiele auch gerne so ein bisschen, aber ich werde jetzt nicht haarklein erklären, was da genau passiert, sondern für jemanden wie dich, du hast ja gesagt, wollen wir gucken, wieso das Zelda-Phantom hier ist. Ich bin Hardcore-Fan, kann man sagen. Ich spiele die alten als auch neuen Zeldas immer wieder. Ich habe mich sehr darauf gefreut, obwohl ich mit Breath of the Wild ab und zu ein paar kleine Kritikpunkte hatte. Es gibt einen kompletten Review-Talk, den ich mit Trant aufgenommen habe. Der schaut sich gerade für Game 2 an, wo wir so eine Stunde über Inhalte ohne Story-Spoiler gequatscht haben. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Und ich habe auch schon mein Let's Play so gut wie fertig aufgenommen. Ich muss nur schneiden und fertig machen. Könnt ihr euch auf jeden Fall, also wir können im Grunde gerne weiterleiten von hier, von diesen ersten paar Stunden. Wenn es euch gefällt, das Spiel, meine ich, dann könnt ihr rüber zu deinem Let's Play gehen. Wenn ihr nach 100.000er Kanälen sortiert, findet ihr das unter Newcomer. Da auf jeden Fall großen Dank, Simon. Ja, danke, dass du dafür. Ich habe doch gar nichts gemacht. Doch, du hast noch mal extra gepusht am Ende und es weiterverbreitet. Ich stand hier nach so knapp 10 Jahren YouTube-Arbeit ganz kurz vor den 100.000 Abos und jetzt habe ich die Grenze vor ein paar
Tagen endlich reißen können. Also Denkierungsschreck. Ich erwarte natürlich eine Revanche, wenn ich dann irgendwann kurz davor bin. Aber das kann auch noch dauern. Ich gebe dir Tipps und Hinweise, wie man das Häkchen dann beantragt. Und ich habe auch die Plakette beantragt schon. Gut, wenn du einen blauen Haken bei Twitter suchst, kann ich dir auf jeden Fall helfen. Das ist ganz, ganz anzügig. Du hast da Connections, oder was gesagt? Genau, ja, ich kenne 8 Euro im Monat. Genau. Ich habe dafür nicht bezahlt. Egal, anderes Thema. Zelda, ich habe wirklich keine Ahnung davon. Mhm. Nur damit das jetzt auch alle Leute, die es vielleicht gucken, könnt ihr auch gerne vorspulen, dann seid ihr schneller beim Spiel. Aber ich will es kurz einmal sagen, weil ich habe null Ahnung von dem Original. Ich habe früher Zelda gespielt, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, wie schwer es immer war, eine Version am Launchtag zu kriegen. Es war jedes Mal ein Drama. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann auch nicht mehr jede Konsole direkt so zu Hause und dann war es irgendwie so, ist weggerutscht. Und ich denke, dass das ein richtig geiler Titel ist, das Original sozusagen. Und ich habe es aber leider nie gespielt. Meine Freundin spielt es, ich habe es einmal bei Unspielbar, gab es ein Rätsel, wo ich halt auch verzweifelt bin. Was mir direkt so auch gar keinen Bock mehr gemacht hat. Wer macht denn das? Und ich habe es auch mal kurz für meinen Kanal gespielt. Aber und das war auch schön so. Mhm. Nur ich habe offen gesagt, frage ich mich, ja, was kann man da jetzt eigentlich machen in dieser Welt? Und ich bin gespannt, weil jetzt ist ja alles nochmal anders. Also für mich, ich sehe das komplett mit frischen Augen von jemandem, der eigentlich aufgehört hat, noch vor Twilight Princess. Weil das habe ich zwar gespielt, aber auch nur ein paar Stunden. Ja, es hat nicht mehr so ultra viel mit den ganz Alten zu tun. Das dachte ich mir, ja. Eine Sache, die ich nochmal vorab sagen würde, dann werden wir hier reinstarten. Ganz ehrlich, der Elden Ring-Vergleich. Ne? Ich habe jetzt, wo ich das hier wieder gespielt habe, gemerkt, wie viel sich eigentlich Elden Ring von Breath of the Wild abgeschaut hat. Was das grundsätzliche Weltendesign und die Dungeons und also die Höhlen, die man da findet und wie das funktioniert und dieser gleiche Sog-Effekt. Als ich Elden Ring gespielt habe, war Breath of the Wild schon 5 Jahre her. Deshalb hatte ich es nicht mehr so präsent gehabt. Jetzt, wo ich das im Nachhinein gespielt habe, habe ich ganz starke Elden Ring-Erkundungsvibes bekommen da. Und das ist eventuell, wenn du in Elden Ring Spaß hattest, auch wenn der Ansatz hier ein dezent anderer ist, ich habe so eine Sogwirkung eben gerade mit dem Erkunden und Machen und Rätsel lösen und Kämpfen und so weiter sehr selten erlebt. Es befruchtet sich wahrscheinlich so ein bisschen gegenseitig. Ja. Sind ja auch beides japanische Entwickler. Vielleicht geht man da ins selbe Café oder teilt sich eine WhatsApp-Gruppe. Wer weiß das schon. Aber wahrscheinlich sind die nur am Arbeiten und haben gar keine Zeit für Privatleben. Ich schätze mal, wir wissen ja nicht, welche Zustände da in der japanischen Gaming-Industrie entstehen. Ich hoffe, dass ich wünsche ihnen gute Zustände. Ich auch. Ich befürchte aber, dass sie alle sich selbst versklaven. Aber immerhin in dem Fall für einen guten Zweck, nämlich für unseren Spielspaß. Genau, dem so, ist sonst, das sehr wichtig. Sonst hätten wir das ja hier nicht so. Nein, ich wäre auch absolut dafür und ich hoffe, falls das noch gang und gäbe in der japanischen Spieleindustrie ist, ich bin auch dafür, auch wenn das Spiel jetzt 6 Jahre gedauert hat, bis es rausgekommen ist, wenn es jetzt 10 Jahre gedauert hätte und die Leute, die dahinter stehen, das wesentlich entspannter hätten entwickeln können, wäre ich auch okay damit. Mir sind die Leute am Ende tatsächlich wichtiger. Und auf die Nintendo-Grafik hat es eh keinen Einfluss. Das stimmt, so viel besser. 10 Jahre oder 6 Jahre sind, oder 12. Bis dahin kommt eh keine neue Switch raus. Na gut, starte mal. Lass uns da mal starten. Und ich bin vor allen Dingen gespannt auf die Geschichte. Das kannst du auf jeden Fall sein. Ich meine das jetzt ein bisschen lustig, weil es ist ja gefühlt immer dieselbe Geschichte. Aber ich habe schon gehört, dass diesmal ein bisschen was anderes sein soll. Sie hat ein bisschen was. Okay. Es fängt auch direkt mit dem Intro an, deshalb können wir uns das angucken. Ich muss euch mal ein richtiges Pad geben. Hätte ich das gewusst, hätte ich von zu Hause eins mitgenommen. Aber es funktioniert nicht so. Wer nutzt denn das Pad? Es funktioniert leider nicht so einfach daran. Oh, ist das furchtbar. Ich habe eine Toastscheibe in der Hand. Es gibt Adapter. Soll ich was drücken? Nee, lass ruhig. Das ist tatsächlich Story-Intro am Anfang. Okay, ich bin auch ruhig. Vielleicht blendet ihr uns auch lieber aus. Da weiß Anton Bescheid, was er macht. Das Miasma ist dichter geworden. Sie reden? Das hat mich gerade voll geflasht. Hast du nicht erwartet, ne? Nee. Aber obwohl sie es mal gesagt haben. Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. Schön, dass es auch mit Zelda anfängt. Mhm. Nicht jeder Dialog ist vertont. Das wäre vielleicht jetzt nochmal die Ernüchterung. Aber wir müssen jetzt auch nicht unbedingt alles vorlesen, finde ich. Das ist ja auch kein typisches Let's Play jetzt. Nö, genau. Ich finde das schon okay. Also, wenn, solange die wichtigen, interessanten Sachen vertont sind, ist das völlig in Ordnung, finde ich. Also ein Mix. Die
Dieses schwarze Miasma. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Für dich und mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf, unter Schloss Hyrule? Wir müssen tiefer hinein. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Aber wenn du bei mir bist, habe ich keine Angst, Link. Das ist doch der von den Zelda. Klaus-Peter Link. Das ist natürlich sein Stiefbruder, von dem weniger berichtet wird. Der Luigi der Zelda-Welt. Der Mink. Mink und Link. Darf man, kann man, also du kannst jetzt natürlich nicht den letzten Teil spoilern, aber gibt es Dinge, die ich wissen sollte, weil das spielt ja danach ich kann dir die Eckdaten gleich sagen, wenn das hier mal durch ist. Genau, dann sagst du einfach, wenn du denkst, dass die Zeit dafür reif ist. Orks. Er ist so ein bisschen, ne? Ist der Orks! Aber es ist auch so ein Vorbote, wenn das Ding dann natürlich jetzt hier aufleuchtet. Nintendo hat ja selbst auch nochmal, glaube ich, ein 6-Minuten-Video rausgebracht, um die Story für die Leute zusammenzufassen, die es vergessen haben. Ich habe auch den Großteil schon zu einem guten Teil verdrängt. Was ich dir sagen kann, im ersten Teil ist es so gewesen, dass eine tödliche Kraft namens Ganon hat quasi Hyrule die Welt in Beschlag genommen. Link hat sich durch die ganze Welt gearbeitet, um die böse Macht Ganon zu bannen. Einige Zeit später die Welt war eigentlich befriedet worden, aber auf einmal ist dieses komische Miasma aufgetaucht, wovon die Leute jetzt sprechen. Also Zelda und Link sind jetzt unterwegs und versuchen, diese neue Bedrohung zu erkunden. Mhm. Und entdecken jetzt unterhalb, ich glaube, es ist unterhalb von Schloss Hyrule, hatte sie am Anfang gesagt, das eigentlich in der Mitte von der Welt ist, da sind auf einmal diese Katakomben aufgetaucht. Weißt du, was mir gerade auffällt? Das ist eindeutig noch vor dem richtigen Spielstart, weil guck mal einfach, wie viele Herzen Link hat. Das kann nicht normal sein. Was, hast du denn nicht so viele Herzen normalerweise? Ich glaube, die werden noch reduziert auf 3. Die Sonau, okay. Ja, was dir gerade erklärt, genau. Sonau waren ein antikes Volk. Und die Bauten, die sie da finden, erinnern sie daran. Sie hat, das sieht aus wie eine Switch, was sie hier mitnimmt. Das ist das, ich glaube, Pura-Pad heißt es im Spiel. Auch ein Ingame-Item, was sozusagen deine zentrale Anlaufstelle ist. Du kannst damit Fotos machen, du kannst damit Items benutzen, repräsentiert durch eine Switch in-game. Okay. Und so sehen diese Forerunner wahrscheinlich aus, ne? Mhm. Könnten sein. Genau. Zelda fragt sich ja gerade, ob das wie ein Sonau ausschaut. Ist okay, oder wenn ich das so wegmache? Ja, kannst du ruhig wegmachen. Du erklärst es ja auch immer noch mal zusammen. Genau, ich erkläre es jetzt am Anfang, jetzt nur damit man reinkommt, bevor wir jetzt jeden einzelnen Dialog vorlesen. Aber dafür, das sind jetzt ganz neue Erkenntnisse, die sie bekommen für diese antike, längst vergessene Kultur, was sie gar nicht erwartet hätten, das hier zu finden. Einäugige Fledermäuse, Einaugfledermaus, der neue Film von Til Schweiger. Es hört sich tatsächlich danach an. Alles in Ordnung, Link? Wandbilder. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Und diese Bilder. Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Wie die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Und das scheint Hylianer wie wir zu sein. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Vorfahren,
die Begründer der Königsfamilie. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianer auf der Erde und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. Doch dann betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Til Schweiger? Ja, mit den Fördergeldern. Genau, der Welle aus Fördergeldern. Und schlechtem Geschmack. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Botenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Unglaublich! Dann muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten. Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell! Guck mal, das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht. Ich kann damit alles hier aufzeichnen. Genau dafür ist es gemacht. Der Rest ist leider zerstört. Da kann man nichts mehr erkennen. Was ist das hier nur für ein Ort? Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. Zu Tils Trailer. Hier, ja. Der Ganon. Der kann doch zum Beispiel Quark rausbringen. Ein Früchtequark. Mhm. Und er nennt das Ganon. Oder er geht zum Zirkus und lässt sich da aus der Kanone schießen. Oder er geht nach Sachsen zum Zirkus, der Kanone. Kanone. Also da kann man mal drüber nachdenken. Ich leg das mal so gut hin. Ich dachte, da komme ich so Marganon-Quark. Nein, Kanone ist viel logischer. Das Schlimme ist, du darfst während so einer Cutscene sowas natürlich nicht sagen, weil dann bist du direkt gehatet. Nee. Aber dann kannst du es auch nicht zu lange in dir halten. Und die ganze Zeit denke ich, ich muss der Story folgen. Aber mein Kopf die ganze Zeit Kanone. Was ist das denn? Denkst du wieder ans Ballett, ne? Ja. Mit dem Bären auf dem Einrad. Kanone! Aber ich weiß, sonst platzt das ja nicht. Ich kenn's ja. Das muss einfach mal raus. Ey, das ist voll schön hier, dieser wurmartige Loch. Es ist schon, merkst jetzt wieder, also jetzt, wo ich den Anfang nach so langer Zeit jetzt hier auch wieder sehe, ich habe ja schon mehr Vorwissen, was es angeht. Ich finde es gerade wieder sehr spannend. Ja. Ja, die Musik ist toll. Dieses Schiefe ist so, also. Es wirkt gar nicht so, es wirkt erwachsen. Yep. Klingt jetzt so, als hätte ich weiß natürlich, dass Zelda jetzt nicht kein Kinderspiel ist. So. Aber irgendwie hat das eine Ernsthaftigkeit, die ich eigentlich gar nicht erwartet hätte. Mhm. Bin ich bei dir. Und die Grafik ist auch noch ein bisschen feiner, oder, als vorher? Okay, nee. Da will ich erstmal quatschen jetzt. Ist gut. Ich will erstmal noch mal hier ein bisschen umgucken. Ach so, ich dachte, ich kann vielleicht andere Themen ansprechen. Oder? Nee. Okay. Sie wartet, bis wir nach vorne gehen können. Okay, ja, dann gehen wir. Achso, geh einfach weiter. Genau, dann bist du, glaube ich, nochmal gefragt. Das ist also die Quelle unter Hyrule. Okay. Mhm. Ach, das sieht doch echt schön aus. Und es hat wieder so was Zeitloses. So ein bisschen das? Auch wie Wind Waker oder so. Kannst auch in 10 Jahren noch spielen. Fantastisch, sag ich dir jetzt schon. Also stylistisch richtig gut. Das muss man Nintendo zugute halten, dass sie es auch schaffen, trotz der Hardware irgendwie sowas Schönes, Idyllisches.
Nein! Link! Das soll das heilige Bannschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen. Ein nutzloser Krieg. Boah, ist das geil. Zelda. Und du, Träger des Bannschwertes, Link. Rauros große Prophezeiung. Zwei jämmerliche Firma. Woher kennst du unseren Namen? Boah, richtig gute Szene, ich bin total beeindruckt. Da sieht man mal, wenn diese Texte vertont werden gut, dass es Nintendo schon drauf hat, auch einen Charakter schön zu zeichnen und zu schreiben. Total. Das ist Hammer. Und die haben mittlerweile ein Niveau erreicht, eben hier bei Zelda, inszenatorisch. Auch mit der, ich habe es komplett auf Deutsch gespielt, wir haben es auch gehört, die Synchro richtig gut, durchweg. Ja, auch es sieht visuell wirklich aus, als wäre es ein Anime oder so, obwohl man ja weiß, dass das mit einer alten Hardware gemacht wird. Mhm. Aber die haben es echt drauf. Man muss dem zugute lassen, das ist natürlich jetzt vorab gezeichnet. Na, wird jetzt nicht in Echtzeit gerechnet, dieser Part. Ja, aber es sind In-Game-Figuren. Genau, also es ist trotzdem. Es sieht einfach toll aus. Er hat jetzt also auch diesen Superarm. Ach, komm, ernsthaft. Dann die andächtige Ladezeit. Von denen sind aber nur beim Quick Travel hat die Bewandtnis. Ansonsten ist alles nahtlos im Spiel. Ja, okay. So wache ich manchmal auch auf. Mhm. Im Wald, mitten im Wald, nur in der Unterhose. Du meist ein paar Flaschen Brandy noch. Liegen um mich herum, ja. Und Taschentücher. Du bist also erwacht, Link. Ja, tote Waldtiere. Oh, der Arm sieht ganz cool aus. Zelda hat mir viel von dir berichtet. Du hattest eine ernste Verletzung erlitten. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten. Ja, das ist übrigens wirklich schon geahnt, hättest mit den 20 Herzen, das kann so nicht bleiben. Das kann nicht. Auch mit dem Master-Schwert, das ist ja alles viel zu spät. Warum soll, aber ja. Es ist ja schon schön gemacht, finde ich.
nicht so wie sonst, dass man irgendwie nicht versteht, warum plötzlich alles wieder weg ist, sondern hier kann ich es irgendwie nachvollziehen. Weil es eine direkte Fortsetzung ist auch. Es ist nur diese ausgelutschte Trope immer so. Mhm. Ah, ich stoße mir den Kopf an und mein Kampfanzug funktioniert nicht mehr. Ich muss alles nochmal von vorne einsammeln. Aber es wäre der einzige Kritikpunkt, den ich am Anfang jetzt gehabt hätte. Ich muss aber sagen, die Schwerter gehen ja wohl auch schnell kaputt im Spiel. Insofern finde ich das nur, dass es passt, dass selbst das Master-Schwert hält, was aus scheinbar keine große Konfrontation. Nee. Zerfressenes Master-Schwert. Muss erst noch mal verbessert werden, nehme ich an. Das hat auch repariert, keine Chance. Na gut. Ja, machen wir. Ja, und die Stimme hat gesagt, dein Arm wurde zerfressen. Wurde also ersetzt gegen diesen anderen körperlosen Arm, der in diesem Monster mit den Haaren drin steckt, das hast du ja gesehen, dieser glühende Rahmen, der dich auch gerettet hat. Das blaue Portal hier, soll ich da drüber laufen? Ist das Teleporter oder was? Mach nach deinem Ermessen. Ich dachte, es wäre so ein Souls-artiges Speicher-Ding. Weil jetzt auch wieder, wo ich den Anfang sehe, auch wieder die Elden Ring-Parallelen. Fuck, ne? Du kommst ja auch aus einer Höhle irgendwie raus, ne? Zu Beginn bei Elden Ring. Es ist auf jeden Fall anders als. Also bei Breath of the Wild auch. Ja, genau. Aber. Früher war es ja eher so ein Kind in einem Dorf, was dann plötzlich irgendwie zum Helden wird, oder? Es war selten dieses, was es eben jetzt ist. So, Moment, springen und dann ist, der Kletterbalken oder Kreis. Du kannst fast überall klettern. Hier haben sie eben anknüpfend am Breath of the Wild dann eben auch analog gemacht, dass du jetzt auch hier gerade aufwachst. Weißt du, ich habe nie darauf geachtet, wie lang die Haare von Links sind, bevor das jetzt hier passiert. Der hat ja eine richtige Mähne hier, ne? Finde ich aber cool. Das irgendwie mag ich das. Mhm. Ja. Also, das Grüne ist deine Ausdauer natürlich, ne? Die, ich kenne es noch beim ersten vom Klettern so grob, wenn man. Also exakt. Hier ja auch, genau. Und beim Laufen verringert sie sich auch zum Beispiel. Und ist es nicht auch so, dass man da auch solche Giganten hat, die man erklimmen muss oder so? Gab es das nicht da? Im Breath of the Wild waren das sozusagen die Dungeons. Da gab es vier Titanen, die du erklimmen musstest. Oder ich weiß gar nicht mehr, was der englische Begriff war. Ich fühlte mich sowohl beim Vorgänger als auch hier jetzt am Anfang auch ein bisschen an Shadow of Colossus erinnert. Absolut. Da gibt es auch so einen ruhigen Moment im Tempel am Anfang, wo die Stimme dann zu einem spricht. Ist wahrscheinlich auch so ein typisches Trope. Ja, ich denke mal sowieso, wenn du kriegst auch diese Ghibli-Feelings, finde ich, bei sowas hier. Das gilt aber genauso für Ico und Colossus auch. Ich denke, die Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Ico, Shadow of the Colossus, Elden Ring, die haben alle so einen gleichen Vibe. Ne? Jetzt ergibt das Springen natürlich total den Sinn, was man gerade eben ins Wasser gemacht hat. Jetzt checken wir erstmal, okay, wir sind in der Luft. Crazy shit. Und? Es ist flüssig, ne? Es ist flüssig. Also kann man echt mal angenehm hervorheben, ist ja nicht immer so. Ja, was ich da auch nochmal reingeben würde, wir werden es ja eh schon sehen, es gibt sehr punktuell hier und da ab und zu mal Slowdowns, aber ansonsten alles fest auf 30 FPS, mein Erlebnis bisher. Und wenn man sich einmal an die niedrigere Auflösung als 4 oder 8K gewöhnt hat, ich finde, es sieht absolut fantastisch aus. Also ich bin auch begeistert, bei mir gibt es die Slowdowns immer nur in Rätseln. Im Kopf, ne? Ja. Oh! Ja, das sind die Momente, die dann halt geil sind, die man will. Ja, das ist so diesen Moment immer und immer wieder. Ein bisschen wie das Reiten auf Epona oder Wind Waker, natürlich das in See stechen. Ach, schaut dir das einfach mal an, ey. Wie geil das ist. Ich weiß ja nicht, ob du weißt, aber ich bin ja mal falsch umgesprungen. Ich weiß da mehr als genug drüber Bescheid. Du wirst jetzt deinen DS rausholen, ne? Er müsste jetzt seinen DS rausholen. Also cool, ja, schöne Einführung.
Siehst du, er hat auch was unter dem Rock an. Das ist doch nur, so ist das heutzutage halt. Die wussten ganz genau, dass du auf den Panty-Shot gehst. Nein, das die Kamera war ja gerade eine automatische Kamera. Straight to business. Okay, Beschleunigung halten, nö. Einfach mal nur rein. Ja. Alter, was ein Bauchklatscher. Hast du doch noch gehalten am Ende. Für einen kurzen Moment dachte ich, das macht jetzt so einen richtigen fiesen... Halt das, voll Tarzan-Style, wie der auch aussieht. Warte mal, Entschuldigung, ich wollte eigentlich hüpfen. Ja. Es kann sein, dass ich hüpfen umgestellt habe für mich auf B. Also, was dort X nochmal... Nee, B ist es nicht. Deswegen dann ist es X, glaube ich, ist das Hüpfen. Der X ist hier, Probier mal. Ja, jetzt ist, aber hier beim, auf dem Blatt war es irgendwie nicht. Es kann sein, weil du da noch halb im Wasser warst. Ja, wahrscheinlich. Da noch die Schwimmfunktion. Du hast im Menü die Option, B und X zu vertauschen, weil ich war es mehr gewöhnt, mit B zu springen und mit X zu laufen. Ja. Deshalb habe ich das für mich gemacht, aber das ist jetzt die Standardsteuerung. Achso, das Beinkleid kannst du dir, hast du dir schon angezogen? Das auf jeden Fall habe ich angezogen, ja. Genau, so. Das kannst du hier Sprungsteuerung ändern, ist glaube ich das. Dann würde von B... Und okay. B und X wird getauscht. Also ich habe so gespielt, aber vielleicht fühlt sich das für dich anders besser an. Nee, aber ich finde das auch gut. Ich bin also wirklich. Ich finde schon komisch, dass es halt B heißt und nicht A. Ich bin, also das ist so, hat so ein anderes System, was mich wahnsinnig macht. Es ist sehr oldschool. Nintendo bringt mich immer noch am meisten durcheinander, weil es ist zwar oldschool, aber... Wirklich. Die weigern sich einfach. Hört auf, euch zu weigern. So, das war für mich so der erste Moment oder so, wo ich gemerkt habe, das ist ja doch nur eine Switch, wenn man sich jetzt so ein bisschen die bisschen niedrig aufgelösten Effekte anschaut. Aber wie gesagt, für den Rest des Spieles und alles, sobald ich mich kurzzeitig daran gewöhnt habe, es gibt sehr wenig Slowdowns und es sieht einfach so fantastisch aus. Und das, was du gerade mit dem Runterspringen und so weiter gemacht hast, alles das, was du siehst, da kannst du nahtlos hin. Also ohne Ladezeiten, das sind erreichbare Orte, das ist nicht nur Kulisse. Was ist denn los? Jemand hat die Bohnen eingefroren. Nein! Steinhart! Diese Schweine! Aber Bohnen sind doch zum Abonnieren da! Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Das habe ich jetzt auch erwartet, aber es ist auch gut zu wissen, dass so ist. Soll ich das direkt nehmen? Mach einfach. Nach deinem Messen. Du hast genug. Kannst du auch knuspern. Ja, aber ich habe ja volle Energie noch. Ja, du brauchst ja auch die Kalorien vorher nochmal. Du verbrennst die auch nochmal. Beim Fliegen, ja. Ja. Okay, das ist sehr schön. Ich mag vor allen Dingen Spiele, die einem so eine... Also hier ist ja alles kaputt, aber es sieht schön aus dabei. So eine schöne, fast schon urlaubsmäßige Umwelt vorgaukeln. Da weiß ich nicht... Da bin ich viel lieber als in diesen zerstörten Endzeit-Betonwüsten oder so, die ja manche Spiele haben. Da Gears of War, aber da sehen wenigstens die Gebäude schön aus. Bei Elden Ring sind sie auch, da sieht alles schön aus. Man ist da gerne. Es ist mittlerweile, selbst Spiele, die in der Endzeit spielen würden, trauen sich auch mal Farbe zu haben. Ja. Das gefällt mir, ja. Last of Us wäre ja auch ein gutes Beispiel. Wenn du da draußen in der Sonne bist, kann das so farbenfroh aussehen. Und ist ja auch schön, weil die Natur jetzt sich ja alles zurückholt. Exakt, auch. Ja, genau. Ist genau der Kontrast grau zu dem Bunt. Das ist ein Frosch? Das ist Pepe? Oder ist es eher so ein Dino? Ja, es ist einer von den. Vielleicht könnte es einer von diesen. Ach, wie hießen die nochmal? Ach nee, Diener-Konstrukt steht da auch. Von den Forerunnern, die davor waren, die, von diesen Aliens, sag ich jetzt mal. Nee, die Statue, die wir gesehen haben, genau. Zelda. Aber die hatten andere Augen. Genau. So now. Jetzt kriege ich auch mal eine Switch. So war das damals, wenn wir Nintendo-Produkte kaufen wollten. So ungefähr, so einfach war das. Es ist einfach der elaborierteste Werbespot für eine Switch, um sie zu kaufen. Wobei du aber eine Switch bereits brauchst, um es zu spielen. Also so wie ich das erlebt habe in Hanau, wenn ich dann den vierten Markt abgesucht habe, da war die Kiste leer, da geht die auf. Oh, wir haben leider nichts für dich. Kein goldenes Zelda-Modul. Hurra Pet. Oh, die Musik. Direkt wieder. Aber was habe ich hier in meiner Tasche? Ah, eine Ohrfeige. Ja, genau. oder dann lagen da drei, aber nur mit Vorbestellergutschein. Ah, das war die Beste. Ja, wir haben sie, aber nicht für dich. Ja, aber hier, so wird's aussehen, wenn du meins vorbestellt hättest. Ne? Genau. Okay, auf der Karte des Pets. Garten der Zeit. Ja, genau. Du hast die Markierung auf der Karte bekommen, die du mit, ich glaube, Minus zuschalten kannst, ja. Also Select.
oder was, nein, ich weiß gar nicht mehr, welche Taste hier. Und da kannst du dich so ein bisschen entlanghallen. Du solltest auch eine Minimap haben zur Orientierung. Oh, da würde ich dir auch eine Sache gleich empfehlen bei der Minimap. Was ich erst nach 20, 30 Stunden gemacht habe, war die Rotierung der Minimap auszuschalten. Weil die rotiert jetzt immer mit, wie du drehst. Das ist glaube ich, am Anfang. Das ist am Anfang okay, aber später, wenn du wirklich ein großes Areal hast und eigene Markierung machst, ich bin super durcheinander gekommen. Warte mal, wo war nochmal Norden? Wie drehe ich das nochmal um? Okay, also es hat mir persönlich sehr geholfen, die Rotierung auszuschalten, kann ich dir zumindest sagen. Ja, warum nicht? Warte mal, wo ist das? Map. Ausrichtung, ja, das. Ja. Dann bleibt ihr immer im Norden und dann kannst du zumindest daran absehen. Weil das ist auch sehr schön, aber als ich glaube, Spieleentwickler versuchen sich immer mehr zu überbieten, wie man eine ganz normale fucking Brücke ausfährt und wie die genau connected ist. Ich find's cool, aber ihr habt offensichtlich einen Brückenfetisch. Versetz dich mal in die Denkweise von antiken Architekten, denen ist auch irgendwann langweilig und dann sagen sie, wir machen mit 5 Steinen! Und dann schiebt sich da noch irgendwas raus und... Ja. Da hat irgendjemand Architekt des Jahres mal für gewonnen, das kann ich dir sagen. Ich wette, ohne Scheiß, die Architektenvereinigung hat garantiert, dass jedes Jahr haben die einen prämiert. Und da sind auch so Leute wie wie heißt der mit den Kisten? George McCrade. Ja. Ist auch einer der Sponsoren auf jeden Fall. Okay, ja, ein Einfachstopp. Nö, eigentlich nicht. Ich weiß ja, dass ich noch kämpfen werde. Ja, es gibt Zielerfassung, ja klar. Ja, also es gibt auch ein paar bösartige Konstrukte, was ihr da gerade sagt, ne? Das sind die Diener-Konstrukte und es gibt auch die Militärkonstrukte. Das bekämpfst du ganz normal, wie er dir gesagt hat, Lock-On mit ZL, also die hintere Z-Taste. Ja, oder die hintere L-Taste, besser gesagt. Und dann hast du den Lock-On mit drumherum springen und angreifen. Okay. Oh, okay. Oh, darf ich jetzt wieder runterhüpfen? Aber ich muss ja, also diese Karte ist natürlich. Check die Map, nicht so aber die ist nicht so hilfreich, wenn sie keine Höhen anzeigt, oder? Ja, check es mal. Also ich glaube, du kannst Höhen zumindest ein bisschen absehen, wenn du auf die Karte mal, auf die große mal raufgehst. Ja, oder ist es gar nicht so, dass die so ein bisschen übereinander liegen, sondern es ist minimal. Ja, du erkennst es am Schatten. Guck mal, du siehst es am Schatten, die sind so ein bisschen da, wo du stehst, es ist ein bisschen abgehoben gegenüber der Schatten. Schau, das bewegt sich. Ach, der Schatten, der sich bewegt, ne? Ja, genau. Es ist der Tages- und Nachtablauf. Das ist natürlich schön, ne? Weil du hier durch die Schatten nochmal so eine extra Komponente hast, um den Tagverlauf anzeigen zu können. Du siehst mehr Schatten, dadurch schaffst du mehr, dass das hier so einen Zyklus hat. Okay, den holen wir uns. Oder ist der zu stark? Nee, ne? Da kommt der erste Gegner. You gotta know. Der hatte nur so einen Holzplanken. Meine einzige Schwäche. Holz. Ein einfacher Stock. Wo war das meine einzige Schwäche? Kugeln oder Patronen. Das hört sich so nach Simpsons an, ey. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was es war, aber es ist einfach saugut. Also, ich denke da immer so, Homer, als er Tulpen gegessen hat. Dann fahr du doch nach Holland für deine Tulpen. Oh nein, mein geheimes Laster. That's the joke. Ah, okay, das kenne ich aber auch schon natürlich. Bin echt gespannt, ob meine Freundin, wenn sie jetzt den zweiten Teil kriegt, endlich mal den anderen fertig spielt. Weil sie hat einen Spielstand kurz vor Ende, also wirklich vor Ende, auf dem letzten Vieh. Mhm. Und ich mache mich immer darüber lustig, weil sie will halt es nicht zu Ende spielen. Ja. Ich verstehe einfach nicht, warum. Und sie sagt, ja, weil es dann zu Ende ist. Und es macht mich wahnsinnig. Ich verstehe deine Freundin dann. Ja, aber das du willst doch das Ende wissen. Nein, aber du gehst doch auch nicht bei einem Film in der... Wenn du es zu Ende machst, ist da aber auch dann... Okay. Dann hast du wirklich einen Abschluss für das Erlebnis dieses Spiels, ne? Wie wenn du ein gutes Buch zu Ende gelesen hast und keine Seite mehr über ist. Gut, aber ich würde es dann trotzdem zu Ende lesen. Aber jetzt, wo sie ja das nächste Buch hat... Ja, kann sie auch das nächste halb anfangen. Das geht auch. Zusammen ergibt das ein Spiel dann, was man durchgespielt hat. Weil ich sehe hier ganz kurz, ich sehe auf der Karte, ne, sehe ich jetzt hier dieses Schwert. Und ich bin aber hingegangen, weil natürlich gehe ich da hin. Ist es was du potenziell selber markiert hast vielleicht auf der Karte? Geh mal auf die große Map drauf. Aber also Minus. Und dann... Und zoom mal rein mit rechter Stick rein. Hier rechter Stick rein.
Klick das mal, okay, du hast einen Stempel, glaube ich, drauf gemacht, drück mal auf A, Stempel löschen. Du kannst dir selber Markierungen hinmachen. Also manche Sachen werden selbst markiert, aber du kannst zum Beispiel sagen, oh, da ist ein großer Gegner, den ich noch nicht bekämpfen möchte. Ich mache mir da zum Beispiel so einen Totenkopf hin. Und das siehst du dann auf der großen Map. Du kannst dir bis zu, 300 Markierungen selber machen? Irgendwie sowas. Ah, das müsste reichen. Ja, das kenne ich von Elden Ring wirklich auch gut. Die Warnungen, aber auch die, hier ist irgendwas Geiles, hier musst du dann später nochmal zurückkommen. Ja, exakt. Jetzt habe ich noch keinen Bock drauf. Nee, ich bin gerade beschäftigt. Überhaupt nicht. Was ich im Review Talk nochmal ausgeführt habe, das Spiel hat für mich das Family Guy Prinzip. Oh, da liegt was Süßes. Ja, weil ich bin hier irgendwo hingegangen, ich sehe was anderes und auf einmal bin ich 4 Stunden irgendwo auf einem anderen Pfad unterwegs und erstmal vergessen, wo ich eigentlich hin wollte. Warte mal, so, ne? Ja. Ich willst du werfen? Werfen, ja. R gedrückt halten, zielen und dann R loslassen. Ja, ich verstehe. Ich will aber auch eigentlich den armen Vogel jetzt nicht abwerfen, aber... Ach, das ist in Ordnung. Okay. Ich bin eh nicht erwischt. Wollte ich werfen. Du wolltest ein Signal setzen. Ich will nur zeigen, dass ich könnte. Hey Bird, I wanted to send a message. Hey, Bird of the World. Okay, hier ist wieder einer. Nee, das ist ja das. Nee, ist ein neues. Mhm. Ah, hier wird alles nochmal erklärt, ne? Alles wird leckerer, wenn du Essen röstest. Das ist das Problem der Konstrukte. Du könntest natürlich nicht essen. Aber ist bestimmt lecker. Ja, aber voll gemein. Ja, kannst du abbrechen, hast du schon den Text gehört. Ah ja, es gibt ja das Kochen hier im Spiel. Zum Beispiel siehst du den Pilz da. Normalerweise gibt es auch so Kochstellen, wo du Sachen reinpacken kannst. Aber wenn du in der Nähe stehst, kannst du den Pilz zum Beispiel da jetzt hinwerfen, dann wird ein Röstpilz raus. Aber wie werfe ich den hin? Einfach geh mal ins Menü und jetzt klickst du auf... Warte mal nicht, geh mal zurück. Geh wieder ins Menü hin. So, warte mal. Ja, hier vielleicht. Genau, über den Röstpilz. Dann da, wo der Pilz gewesen ist und... Hier, warte, das ist ein Himmel, das ist der Röstpilz. Der ist schon geröstet. Ach, der ist schon geröstet. Dann geh einen weiter, weil den gerösteten kann ich nochmal. Genau. Aber hier, mach mal X, um den in die Hand zu nehmen. Und jetzt gehe auf B, um zum Spiel... Ach nee, drück noch einmal, du hast ihn noch nicht in der Hand. Moment. Siehst du? Okay, und jetzt nochmal A. Nee, Moment, okay. Das war ich jetzt. Das ist das Problem, dass also die Steuerung ist so überladen. A, und genau, und jetzt A. Du kannst bis zu 5 Sachen in die Hand nehmen. Jetzt gehst du auch mit B zum Spiel. Einmal B drücken. Ja? Dann bist du im Spiel und hast die Dinger in der Hand. Jetzt kannst du eine Stelle aussuchen, wo du die hinwerfen möchtest. Das sollte was Heißes sein. Ja, genau. Und drück auf A und dann legst du sie ab dahin. Jetzt kochen die da und am besten rausnehmen, sobald sie angeröstet sind. Das merkst du dann auch. Da. Röstapfel, lecker. Auf jeden Fall ist es lecker. Der gibt dir jetzt ein Viertelherz mehr. Und der Rösthimmelspilz. Ist schön, aber wird das dann im Spiel, sowas nervt mich nämlich immer, zu so einer Art Stapelverarbeitung, dass ich wirklich wie in der Fabrik dann erstmal, okay, ich will eine Quest machen, also muss ich jetzt hier 20 Mal was rösten. Oh, rösten ja, rösten, also rösten. Ich hab's wesentlich weniger gemacht, als ich erwartet hätte. Du kriegst ab und zu auch mal Essen von anderen Leuten mit, wenn du Quests löst. Und was ich auch häufig gemacht habe, ich habe hier, was weiß ich, 70 Äpfel eingesammelt. Ich bin da jetzt nicht hingegangen und auch wenn das mir weniger bringt, aber whatever. Du wirst nicht dazu gezwungen. Es hilft, wenn man sich ab und zu mal Zeit und mal vielleicht 3-4 Gerichte kocht, wenn man jetzt irgendwo... Also ganze Gerichte dann, die bringen auch Sinn. Ja, also, es gibt einem Features bringt, also Perks, ist das ja voll okay. Genau, wenn du was kochst zusammen, du hast später Rezepte, wo du sagst, hey, Fleisch mit Gemüse oder Pilzen oder so. Das ergibt verschiedene Rezepte, die haben unterschiedliche Heilkraft, können aber auch dir Statuseffekte geben. Zum Beispiel, dass du mehr Ausdauer hast oder leiser dich bewegst. Ich kann mich an eine Sache erinnern, die dafür sorgte, dass ich in kalten Gebieten durchlaufen konnte. Zum Beispiel. Das wäre eines. Wir haben hier immer noch, neben der Minimap, siehst du hier auch die Temperaturen. Ne? Ja, und ich merke gerade, er kann ja klettern. Das finde ich so genial. Das haben sie ja mit dem letzten Teil dann erst eingeführt. Und das sollte in so vielen Spielen möglich sein, dass du fast überall hochklettern kannst. Es ist super hilfreich. Ja, so ohne das können sie es auch nicht spielen. Oh, nee. Gibt's hier ein Kontersystem oder irgendwas? Ja. Also, wenn du die Sprungtaste benutzt im letzten Moment, kurz bevor er angreift, hast du so einen Slow-Mo-Konter. Aber ich weiß nicht, was als letzter Moment gilt bei dem, wenn er dreht. Ja, vielleicht habe ich es noch nicht freigeschaltet. Bin ich noch nicht an der Stelle vielleicht. Oh, und deine Waffe hat sich zerbrochen auch dabei.
Aber dafür habe ich jetzt ein verrostetes Schwert. Nein, Ausrüstung. Gibt es sowas wie ein Auto-Ausrüst-Ding? Dass er automatisch die beste Waffe hat? Oder? Nee, also beste Waffe ist auch nicht einfach zu ermitteln, von wegen Stärke aus. Manche haben andere Effekte. Du hast ein Schild, glaube ich, noch, den du einsammeln kannst, da hinter dir, der fallen gelassen wurde. Da liegt er noch. Ja, du hast recht. Ja, sehr gut. Okay, hätte ich jetzt vergessen. So, den will ich natürlich auch direkt. Nee, habe ich jetzt. Also, schon. Ja, es gibt nicht so den Button, von wegen, rüste dich so oder so aus, aber du hast so viele Optionen. Es geht viel einfacher, wenn du es dann selber machst. Es gibt Quick-Shortcuts auf der Steuerung. Das kann ich dir wirklich schon mal sagen. Die Steuerung ist schon enorm überladen. Das jetzt, dich da durchzuarbeiten, wie man Sachen kocht, das muss man einfach üben, üben und üben über die ganze Zeit. Also, hier muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht so ein Problem, wenn das nicht so ein winziges, kleines, alles Ding wäre, so ein Gefrickel. Ne? Meine Finger sind einfach zu fettwurstig, obwohl die gut zu Toast passen würden. Ist es hier nicht optimal für mich. Ich habe zu Hause dann eben einen normalen Controller, den ich auch echt präferiere. Greif und dafür eine Packung dann auch nutzen Toast würde. Und mach daraus Beefy Roll, ne? Jetzt habe ich Hunger. Jetzt habe ich Hunger bekommen. Diese Pforte öffnet sich nur für jene, die über die nötige Kraft verfügen. Verzeih mir, ich wollte dich nicht erschrecken. Du hast bereits meine Stimme vernommen und dein rechter Arm gehörte früher einmal mir. Da sind die. Lauru. Da gibt es ja auch eine Rick and Morty-Folge zu. Rauru? Bitte sieh mir nach, nicht mehr, aber dass ich dir in dieser Form gegenüber trete. Wo Morty leider so einen fremden Arm an seinem Körper hat, der aber auch mehr mal jemandem gehört hat, der auch noch was zu tun hatte. Mhm. Aber zurück zu dieser Pforte. Eigentlich sollte sie sich mit meinem rechten Arm öffnen lassen, doch er scheint geschwächt zu sein. Du musst wohl seine Kraft wiederherstellen. Dies könnte dir gelingen, indem du ihn in heiligem Lichte badest. Sieh mal, ich würde dir raten, den Schreinen auf dieser Insel einen Besuch abzustatten. Mhm. Wohlan, so sollte er seine Kraft zurückerlangen. Gut, wenn er das sagt. Gab es nicht auch mal diesen Horrorfilm mit Seth Green, mit der Mörderhand, die einer an seinem... Idle Hands. Ja, genau. Ja, genau. Ja, bei Rick and Morty war das so eine Mad Max-Welt, wo er dann in der Donnerkuppel die ganze Zeit, also seine Hand hat die ganze Zeit Leute zermatscht. Er stand mehr oder weniger daneben. Ja, tu, was du nicht lassen kannst. Ja, also es war wirklich so. Okay, jetzt habe ich aber, warum wird das jetzt angezeigt? Das ist das finale Ziel, um die Tür zu öffnen. Er hat ja jetzt die Schreine aktiviert. Geh mal auf die Genau, Außen. Eigentlich soll ich doch erstmal zu den Schreinen. Vielleicht muss ich da nochmal hin. Probier es nochmal gerne. Ich meine, das zeigt dir nur nee, das. Nee, genau, aber zeigt, geht nicht. Okay. Ich weiß nicht. Oh nein, ich wollte dich nicht wieder rufen. Achso, skip es sonst. Ich würde das gerne wieder rufen. Okay. Nein. Ja. Diggi! Du bist doch. Ja, ich drück Y und jetzt nee, du B. brauchst gar nicht Y. Y ist das Lock. Okay, wo wenn ich jetzt aber B drücke, passiert leider auch nichts. Ja, die Cutscene musst du noch hier dann durchschauen. Du hast eine Questliste und je nachdem, welchen Quest du aktiviert hast, wird dann der Punkt auf der Map angezeigt. Okay. Album. Bei Tagebuch ist es. Und es ist schon die verschlossene Pforte. Was er dir hier anzeigt, ist dein Ziel am Ende, aber nicht, wo du jetzt hin musst. Er hat dir die Schreine angezeigt und die kannst du jetzt selbst auf deiner, die kannst du selber markieren. Du siehst hier zum Beispiel einen. Drück mal auf R3. Ja, und jetzt, damit genau, jetzt bewegt man ne, und drück einfach A, wenn du da bist, also die rechte Moment, Taste. Ja, Moment. Genau. Du kannst, oh, drängt dann, du hast auch Bewegungssteuerung. Ach, okay. Ja. Deswegen super. Exakt. Geh zurück mit B raus aus dem Menü. Kann ich auch rauszoomen nochmal? Also. Nee, ich glaube, das hat eine Zoomstufe, wenn ich mich irre. Wenn du jetzt auf die Map schaust. Da oben ist auch noch einer. Genau. Mach geht das auch mal. R3 rein. Hin. A drücken, wenn du da drüber bist.
hast den nächsten markiert. Den hast du jetzt auf der Map mit dem eigenen Icon. Und er hat noch einen, glaube ich, genannt, oder? Ich weiß jetzt nicht, aber wo der war. Aber ansonsten hast du ja schon mal was. Ne? Ja gut, aber wenn ich schon mal hier oben bin, sollte ich noch mal gucken, ob ich den doch nicht noch finde. Also den da oben hast du markiert, so aus, ne? Den da hinten. Also wenn es für, also zwei sind ja auch erstmal, reichen ja erstmal, aber ja. Ich habe das Gefühl, dass man hier noch einen sehen könnte. Das ist ja ein bisschen ähnlich auch wie der Anfang vom ersten. Also, oder? So habe ich das zumindest noch in Erinnerung. Mhm. Shit, da hätte ich jetzt nicht runterspringen. Aber er springt, Moment. Na gut, er fällt immer in Wasser. Das ist aber bequem. Das ist ein bisschen wie bei Assassin's Creed, wo immer irgendwo ein Heuschober steht. Ist sehr bequem. Es ist das Heu in Form eines Teichs. Man sollte es irgendwie nennen, Assassin's Creed Phänomen oder irgend sowas muss das verbunden werden damit. Ja, Heuwagen Phänomen. Du hast recht, das ist sehr analog zum ersten Breath of the Wild. Eben, du kommst in diese Gegend hier rein und dann machst du erstmal die typische Gameplay-Loop. Guck mal, da sind diese Schreine. Mach das nochmal. Ja, was aber auch okay ist, um die Welt kennenzulernen und das macht Nintendo ja eigentlich immer so sehr schön, dass man da reinkommt, ohne. Also, dass man sich abgeholt fühlt. Mhm. Das kriegen die ja sehr gut hin. So, jetzt habe ich auch einen Bogen. Okay. Ja. Unten lagen Pfeile noch. Moment. Ja, habe ich. Ah, nee, unten, weiter unten hier. Bei den genau, Dingen da sind runtergefallen, da siehst du sie. Also, sie geben einem aber ganz schön viel Kram die ganze Zeit. So, hier noch das. Also, ich meine jetzt so die Infos, die aufpoppen. Ne? Die ganze Zeit ist irgendwas. Es ist sehr viel, es wird auch lange Zeit nicht aufhören. Wenn du den Bogen benutzen willst, kann ich auch rennen? X gedrückt halten jetzt. Ach so, das dann oben. Ja. Klar. Ja. Wenn deine Stamina zu Ende ist, du solltest im besten Fall kurz vorher loslassen, ja, weil jetzt dauert es umso länger, bis sie wieder aufgebaut ist. Und es ist die gleiche Stamina, die sich aufbraucht, wenn du schwimmst zum Beispiel oder kletterst. Das sieht geil aus, aber da kann ich natürlich noch nicht lang. Ah, okay. Könnte ich jetzt hier runter? Weiß gar nicht, das will das ja eigentlich gar nicht. Wollte ja eigentlich dahin. Okay, also, ja, dann wahrscheinlich hier. Ja, hier links könnte auch klappen, aber ich würde sagen, wir kommen schon rechts. So, wenn du Bogen schießen willst, das ist R2 gedrückt halten. Ja, Moment. Ja, und dann loslassen zum Pfeil schießen. Ja, achso, das ist auch wieder hier mit, ne? Ja, genau. Also du könntest auch den rechten Stick benutzen, aber ich sagte, die Bewegungssteuerung ist richtig gut da drin, so fürs Filigrane nochmal ausrichten. Nee, eigentlich, wenn man sich dran gewöhnt hat, finde ich auch gut. Ich bin nur so bequem, weißt du? Ich bin ja so ein fauler Pfeil kannst du wieder einsammeln. Hocker. Wenn er irgendwo getroffen hat. Es ist eine Gewöhnungssache. Ne? Also ich habe mich auch relativ schnell akklimatisiert damit. Alter. Ach, es spielt sich halt schon direkt angenehm, gemütlich. Schön da zu sein in dieser Welt, so es hat auch so eine fast schon so eine gewisse Tristesse, weil so wenig los ist, aber im Positiven. Man ist halt wirklich der einsame Held, so gefühlt. Wie ist es denn mit NPCs? Gibt es außer denen, die da ab und zu rumstehen, auch, ich meine, es gab ja in Zelda früher dann auch schon immer noch ganze eigene Welten mit Figuren und eigenen Traditionen und ähnlichem. Also okay, es verhält sich. Sag nur maximal, es verhält sich doch, du kommst hoch, du spring mal an die Wand daran. Ah, ey, schon wieder, ne? Das muss ich mir erstmal ins Gehirn prügeln, dass ich hier an jeder Wand klettern kann. Es äußert sich genau wie bei Breath of the Wild, was jetzt NPCs, Siedlungen und alles andere angeht. Es ist ja die direkte Story-Fortsetzung und es spielt ja auch in der gleichen Welt wie vorher. Ja gut, hier würde ich jetzt auch genau nichts anderes dann erwarten eigentlich. Die alte Spinne. Lup, lup, lup. Er hat aber echt einen guten Grip, dass das so easy funktioniert. Auf jeden Fall Fingernägel des Teufels. Spider links, Spider links. Okay, aufladen.
ungefähr so schwer ist es auch auf dem Land, eine Säule für dein E-Auto zu finden. Da musst du da hinten an den großen Berg gehen. Da steht schon ein anderer Abenteurer dran und lädt gerade seinen Tesla auf. 8 Stunden. Okay, schön. Offen ist er. Tipps und Hinweise. Und in den Räumen hier ist natürlich dann wahrscheinlich immer ein Rätsel, oder? So Dungeon-Style. Ah. Der Bannschrein. Na, du musst hier am Ende von diesem Schrein kommen und wobei er, ich glaube, er hilft dir jetzt schon. Aber wie du gesagt hast, es ist eben so diese Mini-Rätselchen, die da drin sind. Ja, wie es früher in den Dungeons gewesen ist. Ja, ja. Waren immer, ich fand, die waren nie zu lang und schon auch knifflig. Bis auf diese eine Spielbar-Geschichte waren die schon, weil ich da gesehen habe. Es ist immer die Schwierigkeit, ich weiß nicht, welchen Part du gespielt hast oder in welchem Spiel, aber wenn du da reingeworfen bist, ohne die Erfahrung aus dem Spiel mit den Items und der Steuerung zu haben, ist es, glaube ich, nicht wirklich einfach. Also es war auf jeden Fall so dieses Verschießen von Kugeln, um Mechanismen auszulösen. Und ich weiß nur, dass das mitten im Rätsel noch verbunden war. Und der Ballistik. Und es war halt für mich einfach, wow, was soll ich denn hier machen? Ultrahand, okay. Ah, okay, das ist ja auch wieder Tille. Chinese. Oder was? Telepathie? Nee. Nee, Chinese. Telekinese, ja. Erkennt man denn als Kenner Dinge wieder? Also sind Elemente, sag ich mal, gecopy und pasted und ein bisschen auf alt getrimmt? Oder ist da wirklich ein ganz... Also ist das ein eigenes Spiel, wäre jetzt so eine Frage. Also für mein Empfinden, da es in der gleichen Welt spielt wie Breath of the Wild. Du hast die gleiche Oberwelt per se, aber die natürlich nicht zu 100% gleich ist, weil es ist ja einiges passiert dazwischen. Plus nochmal sehr, sehr viel extra, was dazukommt. Okay. Für mich hat es sich so angefühlt, ich hatte wieder voll Bock, obwohl ich die Gegend vor 6 Jahren schon erkundet habe, alles nochmal mir anzuschauen. Vor allem auch, weil sich das veränderte. Ich hatte das typische so Yakuza-Spielgefühl bei mir, weil das spielt ja auch in der gleichen Location immer. Und es hat sich angefühlt, nach 6 Jahren wieder zurück auf zum Urlaubsort zurückzukehren und schauen, ach guck mal, da hat ein Laden aufgemacht. Der hier hat jetzt hier das 2 Kinder. Das ist dann eher schön, ne? Nostalgisch und gleichzeitig Ecke updated. Ich kann dir sagen, es war eine Sorge vorab, wenn es in der gleichen Welt spielt, ob dann der Entdeckergang überhaupt dann noch da ist. Es hat zu 1000% wieder funktioniert bei mir. Ich muss kurz mal fragen. Ja. Also, warte mal, die Ultrahand, was kann die denn? Ach ja, genau, da war ja was mit dem Bewegen, ne? Mhm. Genau. Okay, klar, irgendwie logisch. Ah, da muss ich mich wirklich erstmal dran gewöhnen, dass man das ja auch machen kann. Leicht gelöst, ne? Ja, aber ich hätte es jetzt total vergessen, dass ich die Hand habe. Ja, das ist eine von den neuen Fähigkeiten hier in dem Spiel. Oh. Beim Breath of the Wild hast du ja dezent andere Fähigkeiten. Ja. Da gab es diese Stase, mit wo du draufhauen konntest und Sachen in Bewegung bringen. Die Sachen, die alten, sind jetzt alle weg. Diese Telekinese und das Craften, was du damit machen kannst, ist jetzt hier quasi neu mit dabei. Jetzt muss ich gerade mal, wie kann ich denn drehen? Ach so. Also R gedrückt halten, dann kannst du es mit dem Steuerkreuz machen. Das Steuerkreuz da drunter. Ah, okay. Ja. Es ist ja kein Steuerkreuz, es sind 4 Buttons. Ich akzeptiere das nicht. Das Steuerkreuz-Äquivalent, sagen wir mal. Ja. Okay, aber... Ach nee, warte mal, ich muss es wahrscheinlich von hier unten machen. Die sind zu lang. Sie sind nicht lang genug, meine ich, also muss ich sie anders... Ja, das Ding hat eine einfach zweite Fähigkeit. Ich glaube, er hat es in dem Text erwähnt. Du kannst Sachen nämlich nicht nur Telekinese und dann drehen und bewegen, sondern du kannst auch Sachen miteinander verkleben damit. Ja, okay, das ist natürlich dann, würde ich sagen, die Lösung. Okay, versetzen X. Dieses typische Learning by Doing erstmal, ne? Der gibt dir erstmal, du kommst nicht weiter, ohne das einmal angewendet zu haben, damit du es dann einmal machen kannst. Okay, aber schon die Frage ist, wie kann ich das jetzt kombinieren? Also wir haben das mal. So, dann. Nee, warte. Voll Kreuz. Genau, dann kannst du es drehen. Okay, ja, doch geht. Aber. Ja, mit Analogstick kannst du hoch und runter.
Oder du sollst mit dem Neigen vom Controller auch machen können, die Höhe. Ah, okay, das ist ja noch besser. Also wie geil. Das geht ja wirklich ganz einfach so. Mhm. Macht sicherlich einige der Rätsel, die man schon kannte, nochmal kniffliger. Ja, es gibt keine Rätsel, die du schon kanntest. Das ist alles neu. Okay, aber auch so die Konstrukte vielleicht, die Rätsel. Aber ja, genau. Also man kennt den Mechanismus, aber diesmal ist er anders. Das meine ich. Ja, alleine, dass du jetzt dieses Kleben hast miteinander, ja, sorgt für einen komplett anderen Rätselansatz. Überall die Fähigkeit, die du jetzt damit bekommen hast. Gibt es da so Gewichtsgeschichten? Also es gibt alles. Ja, alles, was du dir vorstellen kannst. Kann ich das aufleveln, dass ich irgendwann noch mehr halten kann? Also gibt es Elemente, die zu schwer sind? Okay, nee, da gibt es kein Level-Up, sondern das ist so eine Fähigkeit und fertig. Exakt, die Fähigkeit ist jetzt schon voll formiert, so wie du die hast. Okay. Na, ihr wollt mal wieder online einkaufen? Dann nutzt doch einen unserer vielen Affiliate-Links unter rbtv.to/affiliate. Dann bekommen wir eine Provision von eurem Kauf und ihr müsst keinen Cent mehr bezahlen. Ist doch klasse. Also, denkt an die Affiliate-Links. Wie ist es überhaupt mit Elementen, wo man so Metroidvania-esque merkt, da kann ich erst später hin? Oder kommt man bei denen gar nicht an, weil man das entsprechende, die Eigenschaft noch gar nicht hat? Ich würde dazu auch nur maximal sagen, es äußert sich genau wie bei Breath of the Wild. Okay, gut, dann, ja. Falls sich jemand jetzt fragt, kann ich das vor Breath of the Wild spielen, wenn man es vorher noch nicht gemacht hat? Man kann, es steht auch für sich. Es setzt eben die Story fort, aber es funktioniert auch so, wie es ist. Ich würde aber trotzdem sagen, ich glaube, man hat noch mal extra viel mehr Spaß, wenn man Breath of the Wild gespielt hat vorher. Ja, ich werde es trotzdem vorher nicht noch mal spielen können. Ja, du musst es nicht unbedingt machen. Ja, du kannst es, wie gesagt, auch so erleben, aber du könntest es sowieso nicht schnell hintereinander spielen. Ich glaube, das richtige Erlebnis war, wenn man es volle Pulle haben möchte, Breath of the Wild vor 6 Jahren zu spielen, genug vergessen zu haben, dass wieder alles frisch sich anfühlt und dann in Tears of the Kingdom ordentlich einzukommen. Ja, es ist halt, ich hätte auf jeden Fall das vorher mal spielen sollen, aber jetzt ist einfach zu spät dafür. Ich nehme mal an, ich muss mir da selbst so ein Hakending zusammenbauen, also das Craften, von dem du da vorhin auch schon ein bisschen erzählt hast. Ne? Ja, tob dich aus und schau, wie es sinnig ist. Es gibt nicht, was ich da auch maximal sagen würde, es gibt oft zwar eine richtige Lösung, nennen wir es mal so, aber wie du da hier hinkommst, du hast oft verschiedene Optionen. Ja, aber ich meine, es ist zwar echt schäbig, was ich da gerade mache, aber ich glaube, dass das funktioniert. Aber dazu muss ich ja... Ja, schütteln mit dem rechten Stick. Bewegt das mal hin und her, da kannst du Sachen sozusagen wieder voneinander lösen, wenn du sie verklebt hast. Ja, doch. Hä? Ach, du musst genau das Richtige erwischen dann, ja. Ne, ich wollte zum Drehen, aber du kannst am Anfang zum Grabschen kannst du es nicht so machen. Oh. Das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Du glaubst, aber geht es ist trotzdem. Es ist probier. Ja. Aber ich will jetzt nicht runterfallen, alles nochmal machen. Spricht nichts dagegen. Ey, wie dumm! Ich hatte natürlich was anderes vor. Okay, komm. Ja, okay. Hui! Okay, hätte ich vielleicht. Ja, ja, ich verstehe schon. Aber ich glaube, ich kann es vielleicht noch retten. Okay. Nee, das mache ich gar nicht. Ja. Okay, so. Jetzt, oder? Jetzt vielleicht, ja. Wenn ich jetzt. Vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne, oder? Er steht noch ein bisschen verkeilt an der Kante. Ja, ja. Aber ich will ja auch nicht, dass das ohne mich. Mal gucken, was passiert, ne? Oh! Ja, genau das habe ich doch. Genau die Scheiße habe ich vorher gesehen. Aber ich kann es ja holen, zum Glück. Ja. Ja, egal, wie geht's denn?
Vielleicht hängst du es mit dem anderen ein und nicht mit... Ja. Weil der andere Haken ist ja auch schon gut gelegt, ne? Ja, ich habe da natürlich an so eine Art Physik gedacht und dass das dann nicht klappen könnte, aber wahrscheinlich ist es so... Die Physik grundsätzlich ist sehr gut hier, ne? Also ja, was ich da schon für Sachen gebaut habe und wie das physikalisch korrekt funktioniert hat, ich bin sehr beeindruckt. Du kannst die Länge des Strahls verändern, indem du den linken Stick benutzt. Ja, das habe ich die ganze Zeit gesucht. Ja, ja, da muss genau. Ich muss ja nah wieder rankommen, deswegen. Ja, ja, sehr gut. Okay, dann, das wird mir gerade auch wahrscheinlich beigebracht. Ne? Komm jetzt. Nein. Ja, siehst du, genau das habe ich nämlich gefunden. Ah, okay. Ja, er steht ein bisschen zu weit an der Seite, ne? Ja. Aber das klappt ja mit dem anderen, dann klappt das ja jetzt. Ja. Nee. You'll get it, I'm sure. Okay. So, jetzt noch kurz alles ein bisschen näher ran. Aber ich sehe schon, das gibt ja, ja auch ja, wieder, ja, ja. Gibt ja auch wieder unspielbar Potenzial. Nee, ne, ich kann da einfach nur... Ich kann das vielleicht manipulieren, nein. Kann ich das schieben? Ich glaube, das ist zu schwer für Schieben. Jetzt aber. Jetzt mache doch mal, Link. Lass dich doch nicht so verarschen. Ja, 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 you got it. Whee! Ja, voll abgejeetet, wie man heute so sagt wohl. Abgejeetet? Abgejeetet. Hey, ich hab sehr viel gejeetet in diesem Spiel. Ich habe sogar Yeet gesagt im Let's Play. Ja? Ja, ja. Ich Yeet mal da hoch. Ich Yeet mal da runter. Gut. Danke. Das ist aber nett, ne? Sei gelobt dafür. Bisschen wie die Kommunion, nur cooler. Wenn das die katholische Kirche hinkriegen würde, dann würde ich auch glauben. Ja, und nicht immer nur Wein für Kinder und Missbrauch. Ja, das ist so deren Hauptexportschlager. Kann man natürlich aus Tradition schon nicht sagen. Bier, Missbrauch, was noch? Das war's, glaube ich, schon. Und noch ein bisschen Missbrauch hinterher. Nee, wenn meine Mutter das sieht, ist sie wieder mega traurig. Ich mein's natürlich nur spaßig. Ein Christ kann auch mal einen Spaß vertragen. Das war, wenn man eines weiß über die Spaß verstehen. Oh Mann, ey. Wir lachen ja nur aus Sympathie. Genau, Mann. Das ist, ich kenne auch Christen. Also das ist schon okay. Ah. Ja, Kristen Stewart, Kristen Bell. Wir waren gerade so. Du willst aber noch kommen, lass noch mal aus der Kurve fallen. Helona Christen sind natürlich. Ah, Helona Christen. Ah. Gott hab sie selig. Ach, die ist die gar nicht mehr im Leben? Schon länger, glaube ich, nicht mehr. Okay, das wusste ich nicht. Das tut mir leid. Aber wir haben ja noch Hans Meiser, oder? Haben Hat wir der die überlebt? Der denkt ich glaube glaub schon. Nimm das! Ja gut, bei Hans Meiser würde ich das erwarten. Der hat ja auch Notruf, Schieß mich tot, so viele Folgen gemacht. Der weiß genau, was zu machen ist. Der weiß genau, was zu machen ist. Aha, die Fähigkeiten und dann wird das Tor der Zeit, also drei Tempel und dann geht's los. Wie lange hast du gebraucht für die drei Tempel? Was glaubst du so? Wir sind auf einem ähnlichen Tempo jetzt hier gerade. No? Also, weil das ist wahrscheinlich alles noch Tutorial. Ja, ja, ja. Also ich habe mich hier auch sehr langsam umgeschaut. Und erstmal auch wieder reinkommen. Auch wenn ich Breath of the Wild eben durchgespielt habe, ist es so ein bisschen, es hat sich auch wieder recht frisch angefühlt. Und warte mal, wie war das nochmal mit der Steuerung? Was muss man nochmal machen? Und ich wollte das einfach alles in mich aufsaugen. So. Wie kommen wir jetzt da hoch? Wir haben natürlich das Problem mal gehabt, dass hier diese komischen, die sind hier aber auf der Karte, ach da sind sie genau, diese komischen Leitschienen, die mich so ein bisschen an Sonic erinnern. Oh, ich sag das jetzt nicht, das war auch
Ja. Auch ein Vergleich für mich. Sehr viel hat mich an fucking Sonic Frontiers erinnert hier. Weil Sonic hat wirklich überall diese Leitungen in der Luft hatte und eine Open World. Genau, ist auch so ein bisschen diese Open World Geschichte und es sieht auch so ein bisschen aus mit dem Grün. Okay, Moment. Hier, da müssen wir hin. Ne? Da, ich bin gerade. Ja, du kannst natürlich auch, du kannst natürlich auf der großen Map auch mal gucken, ob es da einen sinnigeren Weg gibt, wie du dann da hinkommst. Ne? Oder hier dir schon mal eine Route mappen. Du sagst, okay, wie komme ich hoch, wie komme ich weiter? Ja, ist natürlich. Okay, Moment. Hier, da ist das Ding. Dann müssen wir hier auf jeden Fall schon mal hin. Ja, dahin. Und das kriegen wir aber hin. Okay. Also in den Südosten. Ja. Und du hast ja auch die Markierung vom Schrein. Das ist schon zu finden. Aber das ist ganz gut, da können wir einmal über die Karte fast schon laufen. Haben sie gut gemacht. Das ist ja nicht die ganze Karte, ne, nehme ich an. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil, der obere Teil. Das ist jetzt das Startgebiet für dich hier, ne? Genau, weil also ich habe nur gehört, dass das Spiel halt auch mega groß sein soll. Das ist gigantisch. Ich weiß nicht, ob ich das immer gut finde. Ich finde sowas meistens auch ein bisschen abstoßend. Ich kann dir sagen, bei der Größe, die es hat, die Leute haben eben die Vergleichswerte durch Breath of the Wild. Ich finde, weniger Open Worlds sind so schön ausgearbeitet wie die hier. Vor allem mit dem Grad, okay, was da für Elemente sind und mal ein Storypart, mal ein Rätsel, mal irgendein ein Konstrukt, mal irgendein Naturphänomen und alles. Die Waffe dann. Und für die Größe finde ich eine der besten Open Worlds. Ein einfacher Stock. Ja, okay, das ist, ist natürlich eine Ansage, die mir aber auch gefällt, weil ich ja auch das auf jeden Fall eine Weile spielen will. So, ich muss das jetzt einfach so essen. Ja, warte mal kurz, wie kann ich das? Das Menü ist fürs Craften tatsächlich gedacht. Geh ins Menü über Start, wenn du es dann direkt essen möchtest. Okay. Ja, das ist rohes Essen und Materialien. Und ja, auf dem Kochtopf hast du bereits die. Habe ich nicht mehr. Nee, die habe ich vorhin schon wegschnabuliert. Ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Also das waren vorher drei, jetzt ist es nur noch ein Feld. Mhm. Hast du ja auch gesagt, aber jetzt merke ich erst, wie viel das eigentlich ausmacht. Okay, wir wollen in diese Richtung irgendwie. Ich bleib erstmal oben. Gibt es denn, sag ich mal, Souls-like Bosskämpfer oder sind es eher Nintendo-Bosskämpfe, dreimal dasselbe und dann irgendwie nach zweimal spielen hat man es auch? Oder ist es wirklich auch challenging? Also, wenn du weißt, wie bei Elden Ring die Bosskämpfe waren, dass sie sich 15 Mal wiederholt haben, das würde ich hier nicht so sagen, dass du 15 Mal den gleich machst, aber du hast ab und zu mal doch Gegner, die sich wiederholen oder größere, die dann verteilt sind, und auch wie es bei Breath of the Wild war. Ich würde sagen, nicht so exponentiell, oh, eine richtige Kochstelle, wo du Sachen reinwerfen kannst, nicht so exponentiell viel wie bei Elden Ring, ne? Wo du mal, okay, ich gehe in eine Höhle und jetzt ist der gleiche in Kristallform nochmal und schon wieder den gleichen Giganten. So, und wie so enorm häufig hatte ich das hier nicht. Was die Sachen so angeht? Nicht Elden Ring. Ich kam gut durch, auch so First Try bei vielen Sachen. Ich habe was, glaube ich, falsch gemacht. Ich habe jetzt auf den Boden gemacht. Ey, du musst nicht auf den Boden machen, sondern nicht auf den Boden, geh mal raus aus dem Menü, das ist für was anderes gedacht. Geh in dein Hauptmenü und geh dort auf die Pilze, in die Hand. Noch ein. Jetzt hast du beide in der Hand, jetzt einmal B drücken. Kann ich das auch noch? Ja. Ja. Und einmal B drücken. Einmal B drücken und dann kochen. Habe ich die auf dem Boden, sind jetzt weg? Der liegt da wahrscheinlich noch. Ich sehe ihn aber nicht, ne? Vielleicht viele Sachen weggeworfen. Okay, es kann sein, dass der verbrannt ist. Also die sind nicht weg, die liegen da auf dem Boden, aber wenn du es natürlich ins Feuer schmeißt, brennt es nach einiger Zeit weg. Dumm, dumm, dumm. Das can happen. Es ist nicht anspruchslos, sage ich dir, aber also es gibt auch ein paar Sachen, die schön heftig sind. Richtig heftig. Jetzt wieder Eiswelt, da habe ich natürlich kein Essen jetzt dafür. Mal gucken, ob ich es vielleicht trotzdem schaffe. Langsam aber sicher. Scheiße. Aber die Sonne strahlt doch so schön. Kann ich denn nicht hier einfach. Nee, Fehler. Weg, 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 weg. Ich nehme an, es gibt hier irgendwo Bären oder so ein Kram, mit dem ich dann die Kälte abkann.
X drücken, um dich schneller runterfallen zu lassen, übrigens, wenn du runterklettern möchtest. Okay. Nächstes Mal. Okay, dann mache ich das erstmal. Nehme an, das ist notwendig. Das Kraut vielleicht? Nee, auch nicht. Leider das Deko-Kraut nur erwischt. Deko-Kraut. Pilze? Ja, viel mehr habe ich ja noch gar nicht gefunden, ne, als diese Pilze und diese anderen Pilze. Du siehst, was für einen Effekt die haben im Menü. Ich glaube, das war jetzt nichts, was dir das gewärmt oder dich gewärmt hat. Der Spieß hier, der macht dein Tempo höher, so wie du den gekocht hast. Ich glaube, da hattest so einen Sportpilz oder sowas noch dazu gepackt. Das heißt, für 2 Minuten läufst du dann noch schneller. Ja, ist ja auch nicht schlecht, aber also kannst du mir zumindest sagen, ob ich hier lieber jetzt mir so ein Ding holen soll oder ob ich da durchrennen kann? Weil, wenn du sagst, also mein Gefühl ist es, guck mal, du hast jetzt schon die Hälfte deiner Herzen verloren, nur weil du eine Minute da nicht mal drauf gewesen bist. Es sieht sehr unwahrscheinlich aus, dass du da direkt durchlaufen kannst, wo auch immer du hin willst. Ja, wir wollten doch zum Turm hier. Ja, wir müssen mal, irgendwie über dieses Feld, damit wir hier landen. Aber guck mal, wie weit der ist vergleichsweise. Und da ist schon deine Hälfte der Energie direkt beim Aufstieg verloren. Na, ich frag dich ja auch, weil du schon gespielt hast. Aber ich will dir natürlich nicht alles verraten. Okay, nee, ist ja auch okay. Ist ja völlig okay. Dann suchen wir erstmal rum, irgendwo Zutaten, irgendwas finden. Also, das war nämlich auch das Problem, als ich das den letzten Teil gespielt habe. Da kam ich dann auch nicht durch die Schneedinge am Anfang. Und die Insel ist ja wirklich relativ groß hier, oder die Inseln, wo du unterwegs bist. Das heißt, du hast eben mehr als genug Gebiete, die du erstmal durchsuchen kannst. Selbst wenn du nicht in die eine Ecke kommst. Und auch Breath of the Wild hat sich nicht zurückgehalten, gleich am Anfang dir wirklich mal ein paar schwierige Hürden wegzugeben, weil er wusste, habe ich auch nicht zuerst gedacht, hä, was wüsste ich mir, warum erfriere ich hier? Das Spiel ist auch gerade angefangen. Ja, ist ja auch ein bisschen wieder wie Elden Ring oder Souls. Man Teachable muss eben, Moment. Ja, und man muss gucken, in welche Richtung man geht. Du kannst nicht überall gleich stark langlaufen. Wir haben aber trotzdem alle gleich den Reiter an der Treppe angegriffen. Direkt ja, beim Anfang. Aber ich habe es irgendwann trotzdem aufgegeben. Der Nils hat sich ja mit dem 5 Stunden oder so. Hat er sich da durchgebissen? Ja, aber auch ganz am Anfang. Und man schaltet dann ja auch in diesen Idiotenmodus, wo du einfach sagst, ich will es jetzt aber schaffen. Das Konzept der, wie ist es? Sunken Cost Fallacy. Ich habe doch jetzt schon so viel investiert. Jetzt muss es auch. Jetzt muss es auch. Und alles andere fühlt sich dann auch wie eine Niederlage an. Also selbst wenn du nach Stunden wiederkommst, fühlt sich das an wie eine Niederlage. Irgendwie. Und selbst wenn du den nach Stunden dann schaffst, ist es auch ein leerer Sieg oder so. Ich habe es geschafft, aber das war's. Zu welchem Preis? Ich bin nicht 17 Level aufgestiegen. Na, aber das Schöne an der Reihe, an dem Spiel, ist dann ja wirklich, dass es immer noch einen schlimmeren Boss gibt. Es gibt immer eine Möglichkeit, aufs Maul zu kriegen. Was ich gemerkt habe, diese Formel funktioniert einfach bei mir. Ich brauche so eine gut ausgearbeitete Open World und wenn das grundsätzliche Gameplay mir Spaß macht, dann kann mir das Spiel wie Elden Ring auch in die Fresse hauen, gerne ab und zu mal. Ich komme dann wieder. Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, auch zu entkommen. Ja, genau. Wenn ich mal irgendwo anders wohin gehen kann und was anderes mache. Ah, leider nicht. Okay, aber wir finden noch einen. Ich finde die Wolken eigentlich ganz schön gemacht. Ja, ey, die Effekte auch richtig toll hier, ne? Ja, ich muss allerdings auch sagen, ich würde es mir gerne mal auf einer richtigen Konsole. Also ich würde es gerne mal auf einer neuen Konsole sehen oder auf dem PC. Aber ich verstehe völlig, es ist gut genug. Es ist it's good enough. Und es ist weit über das, was andere Switch-Spieler leisten können. Also für die Leute, die letzten Pokémon-Spiele noch im Kopf haben, was von grauenhafter Technik, also von der Technik, was für ein Müll das war, das ist 300 Mal besser als das letzte Pokémon-Spiel. Okay, aber hier waren wir Du kannst dich übrigens, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt schon funktioniert, da, wo du die Schreine aktiviert hast, kannst du dich jederzeit hinbeamen. Okay, ich könnte mich also nochmal zurückbeamen. Ja, vorher, ich glaube, hier bin ich erstmal in der Sackgasse, aber wir gucken erstmal. Nee, den will ich weghaben. Egal, komm. Einfach nochmal kurz Ausschau halten. Vielleicht finde ich auch noch einen weiteren Turm. Ja, check mal von hier, ne? Da ganz oben beim Eis war der, den du markiert hast. Irgendwie auch interessant, aber das ist es nicht. Sieht nicht aus wie ein Schrein, ne? Keine Ahnung.
Da oben, das hatten wir, das, oder? Das ist den, den du markiert hast. Das ist der, genau, den wir schon markiert haben. Ja, gut. Ja, was? Dann gehe ich hier einfach nochmal. Dann gehe ich jetzt mal zurück. Moment, du meinst, das geht. Genau, auf der Map. Und dann geh hoch auf die Markierung. Das ist da. Geh mal hin. Kannst du ihn jetzt zum Auswählen? Ah, okay. Ist noch nicht freigeschaltet. Das ist dann später. Das ist dann quasi dein Quick Travel, dass du von einem Schrein zum anderen hin kannst. Die Markierung hast du gerade gemacht. Ja, ich wollte nur. Okay, also ich muss irgendwie. Ja, ich muss ja einfach nochmal rumlaufen und was fürs Eis suchen, wäre jetzt meine. Wenn es so leicht gehen würde. Plup. Aber wenn man dann mal hier auf einer dieser Scheiben ist, muss man ja erstmal wieder runterkommen, ne? Also hier kann ich ja jetzt nicht hoch. Doch. Ach, ich kann ja klettern. Also an der Wand hochklettern. Ja, aber es gab jetzt auch schon Wände, an denen ich nicht klettern konnte. Also das sieht ein bisschen schräg aus, aber ich glaube, das sollte noch gehen hier. Probier's mal. Ja, Moment. Ja, gut gemacht. Das ist wirklich dumm. Ich muss mich einfach dran gewöhnen, dass das geht. Natürlich direkt auf der Suche nach irgendwelchen kleinen Geheimgängen oder irgendwelche Bodenluken, aber nee, scheinbar nicht. Ja, wenn du einmal die Illusory Doors findest, ne, wo du einmal draufhauen musst. Nein, das war wieder nur Souls. Ja, aber also ich habe eine Menge Sachen in Elden Ring gefunden, wo ich echt überrascht war und sowas will. Ich habe auf alle Wände draufgehauen. Ja, irgendwann macht man es. Jede einzelne. Eisgebiet hätten wir jetzt. Umkreist, soweit wir es können. Dann würde ich jetzt nochmal da hoch nochmal gehen. Dann rechts. Was da so ist, weil ich glaube, wir waren halt hier an vielen Ecken schon mal, aber ich kann ja wirklich nochmal in ganz andere Richtung gehen. Ja. Aber es ist ja dann doch groß. Ich muss ja auch erstmal hinkommen. Ja, es ist nicht direkt 2 Meter zur anderen Seite. Ich frage mich, ob man hier auch, du sollst nicht antworten, aber ich frage mich, ob man hier irgendwann einen Flugtür bekommt. Das wäre für mich ein Grund, es bis dahin zu spielen. Antworte weder in die eine noch die andere Richtung. Ja, hey, ist auch richtig. Meine Antwort ist die Schweiz. Neutral bis zum geht nicht mehr. Und alles auf dem geheimen Bankkonto. Und wollte ich ja sagen, gierig. Ja. Neutral, aber gierig. Einzige, was nicht neutral ist, ist mein Kontostand. Hier ist jetzt wieder dieser Tempel. Ja. Hier Tempel, rechts waren wir, glaube ich, schon. Tempel der Zeit ist in der Mitte. Linke da Seite war der erste Schrein, den du gemacht hast. Ja, und du hast jetzt unten rechts auf der Karte geguckt, wo dieser diese Eisecke ist. Noch näher kann ich nicht ran, oder was? Aber ich würde gerne. Ich würde halt gerne wissen, ob ich hier rüber kann von hier. Oder ob das. Ne, Check das doch einfach mal aus. Weil hier gibt es keinen Weg außer diesen Weg und da komme ich ja nicht hin, um auf die Seite zu kommen. Okay, also muss irgendwo hier da wahrscheinlich was sein. Dann gehe ich da mal hin. Komm. Das ist ja auch nicht. Wahrscheinlich kann ich da hinspringen von dem Tempel aus. Die haben das ja auch nicht ohne Grund wahrscheinlich so gemacht. Da gehe ich nochmal hoch.
die Leute, die jetzt zuschauen, du hast zumindest auch ein Anspielen für dich im Stream drin. Also es sei ja nicht natürlich, dass es ein Spiel ist, aber du willst ja, auf jeden Fall lange spielen, aber mal reinschauen, ne? Also ich will nicht sagen, dass ich es durchspiele oder so, weil das natürlich so ein Riesentitel ist, aber ich habe auf jeden Fall vor, da reinzuspielen und ich mir halt nochmal ein Bild zu machen von den späteren Momenten. Deine Route zerbricht vielleicht, das habe ich sonst nur am Wochenende gehört. Ja. Wegen Überbeanspruchung. Exakt. Hier wegen, also könnte ich jetzt einfach dieses Hakenbrett nehmen und da dran hängen? Nein, oder? Weil das ist ja da drin in dem Tempel. Weil ich meine, eigentlich wäre das doch perfekt für diese Geschichte hier. Alter! Wie dumm, ey! Und es liegt da auch noch so blöd rum. Ich dachte, du hast es bewusst ignoriert, dass du das letzte Mal da warst. Nein! Hast du jemals schon mal mit mir irgendwas gemacht? Warum ist das jetzt schon wieder so scheiße? Schütteln mit rechtem Stick, damit du es abmachst. Ich versuch's. Mach nochmal, es sollte eigentlich gehen. Markieren erstmal wieder. Das ist vielleicht schon. Nee, ist noch nicht. Du musst, wenn es grün ist, markiert und jetzt. Ah, okay. Und du hast nichts gesagt. Ich bin hier nur zum Zuschauen und Aufnehmen. Ah, lustig. Ja, aber das mache ich, weiß ich zum Beispiel jetzt natürlich solche Sachen schon jetzt, ne, ist ja klar. Brauche ich die nicht nochmal bei mir rätselmäßig reichen. Es ist nicht verklebt, glaube ich, jetzt gerade. Sonst hättest du diesen, dieses Stück Gummi dazwischen. Okay. Verbinden, A. Ah, jetzt ist es. Oh ja, okay. Das recht. Ja, eigentlich hätte ich da von Anfang an... Du brauchst es nicht so weit nach vorne zu machen. Ich glaube, das ist leicht abschüssig hier. Okay. Aber wenn es drauf hängt, natürlich. Das ist abschüssig. Also der ist im Tempel, den du gemacht hast, ist ja nicht runtergegangen, weil du das nicht komplett zentriert hattest. Und deshalb hat es sich unten immer noch ein bisschen berührt, die Holzplatte, und bist festgehakt. Okay. Das sollte jetzt runterrutschen, oder? Ja, läuft. Ja, das ist eine schöne Rätselvariante. Sowas mag ich. Oh, ja, das sieht trotzdem sehr gefährlich aus. Ja, smart ist eigentlich nicht, aber ich werde einfach dem Ding entlang geklettert. Aber gut, Link, you do you. Ja. Das ist doch kein gutes Los. Das ist immerhin eins, ne? Na, noch ist es keins. Ah. Noch immer arbeiten sie unermüdlich. Ja. Unsere Unterstützung und damals die Nachbarn und die Feinde. Ja, die Dienerkonstrukte, die hier herumlaufen. Der Anblick erfüllt ihn mit Melancholie, die immer noch nach so langer Zeit ihrer Arbeit nachgehen. Ah, ich soll das bloß vielleicht zusammenbauen. Irgendwann mal. Der Arme, du hast ihn fast mit der Kiste erwischt. Ja, warum nicht? Ah, du bist auf Line gegangen. Ich weiß, aber er hat mir trotzdem gesagt, wo die alte Axt liegt. Ja, hinter ihm. Hinter ihm. Okay, sie ist eindeutig hinter ihm. Geil! Und mit der Axt, in der Hand, spart man sich den Schornsteinfeger auf dem Hochsitz. Den Holzfäller wahrscheinlich. Ja, baller mal. Hab's. Geil! Und jetzt kann ich noch mehr craften. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie ein Bewohner dieses, ein trauriger Bewohner dieses Hauses gewesen. Das ist mein Penthouse! Ja, wirklich, so ist es doch. Du Arschloch! Weißt du, das Spiel wird von mir 1000% Spielewertung bekommen, wenn der Kasimir aus dem Baumhaus rausfällt. Ist Kasimir, nee, warte mal, hallo Spencer? Ja. Kasimir aus dem Baumhaus direkt neben Nepomuk, wo er dann immer mit dem Bollerwagen rumgefahren ist. Weiß nicht. Wo machst du ein Luxusschiff? Na, ich dachte offen gesagt, die wollen vielleicht was, dass ich das mache, aber warum eigentlich? Da ist ja gar kein Wasser. Okay, ich bin aber auch gerade unfähig. Maximum.
Nee. Also ich würde mir wünschen, dass diese Belegung, ich weiß nicht, wie man es hätte besser machen können, weil eigentlich ist sie schon optimal, nehme ich mal an. Aber es ist echt ein bisschen überfrachtet. Man muss das es wahrscheinlich 20 Stunden spielen, bis man da richtig drin ist. Genau das ist es. Ne? Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Also ich weiß schon ungefähr, welche Knöpfe drücke. Ich drücke mich immer noch nach 50 Stunden. Ja. Aber es hat enorm lang gedauert, bis ich dann angefangen habe, nicht immer durchweg Fehler zu machen. Muss ich das hier so einen Wasserfall runter und dann kann ich unten... Nee, ne? Check aus, was der Phase ist. Das sieht auf jeden Fall aktiv aus. Das sieht nicht gut aus. Ich bin nur verwirrt, weil ja mir scheinbar wirklich das Bäume fällen zum Zweck dieses Floßbauens gezeigt wird. Hast du noch mal irgendeine Info? Ich kann dir eine Info geben. Ich meinte ihn jetzt. Ich meinte ihn also, jetzt ja. Hier. Ja. Nö, okay. Ich glaube, es ist nur das Bäume fällen hier, was er dir beigebracht hat. Okay, na gut, wir wollen in diese Richtung weiter. Aber da geht's nicht weiter, natürlich. Ja, aber ich meine, das ist ja easy jetzt, nehme ich mal an, einfach mit dem Baum ja. Dann pack ich da jetzt einfach hin. Und ich sehe schon wieder kommen, dass die nicht reinpassen, ne? Ja. Bauen, bauen, bauen. Das wollen sie von euch. Und an die Leser denken. Die wollen nur, dass ihr alle Handwerker werdet und so, weil die alle Probleme haben und keine Handwerker mehr da sind. Sie wollen euch zu Handwerkern machen. Gesponsert von der Handwerkerlobby. Ja, so wie Iva et Nio, nur halt mit Handwerkern. Ivan et Niosch. Was haben wir daraus gelernt? Haben wir was daraus gelernt? Ensign gibt's nicht mehr, aber die Navy immer noch. Ja, wer lacht jetzt, ne? Wer lacht zuletzt? Sollte ich hier was grundlegend falsch machen, sagst du es mir bitte. Du lässt mich jetzt nicht erst 20 Meter Feldweg bauen. Soll ich es dir sagen? Aber mach ruhig, wenn du dann schon eine Grundidee hast. Nee, ich will mir eine Brücke bauen. Also ja, du machst auch eine Brücke, auf jeden Fall. Du hast ja auch ordentlich Holz hier. Reicht die Brücke für die Lücke? Es gibt viele Methoden, um eine Brücke zu bauen. Ich reiß dich gleich in Stücke. Belügst du mich? Ich belüge dich wegen der Brücke. Okay. Du hast, so wie du baust, hast du ja auch noch das Floß da hinten, was du dran heften kannst, ne? Ja. Ich meine, ist auch egal. Ist jetzt auch gut. Ja, hey, ne? Do what you like. Ich glaube, das ist nicht geklebt, oder? Guck mal. Ja, ist. Mach's nochmal, beweg's nochmal und jetzt A zum Verbinden. Ja, okay. Ah, nee, von hier aus. Also du hast dein Schiff gebaut auf jeden Fall, das ist doch was. Aber du weißt ja, es gibt ja diese, ich glaube in China oder so gibt's ja dann diese großen Flüsse und da bauen die ja dann auf den Booten sich so komplette Städte auf. Ja. Was ist denn hier jetzt los? Oh, du hast geschüttelt mit dem rechten Stick. Wahrscheinlich während du es bewegst. Obwohl es hält, oder? Es hält! Das muss das Boot abkönnen. Guck mir. Sitz! Weißt du, das ist deutsche Handwerkskunst! Kein Meter zu viel! Okay, jetzt wo du es rüber geschafft hast, kann ich dir auch meine Lösung nennen. Ich habe zwei Holzscheide gebraucht, die habe ich längst aneinander gepackt. Ja, das ist wahrscheinlich besser, ne? Aber ich meine, das ist halt für andere auch noch. Ja, also aber das ist das Schöne. Du hast eine Idee und ich mach mal. Ne? Ja, und es geht auch. Also das ist schon cool. Hier könnte ich jetzt mit dem Floß einfach entlang paddeln wahrscheinlich. Würde es gehen? Ja, aber gibt's da was? Nein, nichts, aber ich könnte es machen. Es du könntest, ist du könntest schön es machen, zu wissen, auf jeden dass Fall, ja. es geht. Also Physik ist hier sehr gut im Spiel, das kann ich dir auch schon mal sagen. Also das greift alles echt schön ineinander. Okay, das ist natürlich offensichtlich mysteriös, aber hinter Klettern. Solltest. Hey Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Huck.
Ja, kannst du auf diese Köpfe mal draufhauen? Oh, das kannst du auch bewegen. Oh. Du kannst es nur nicht bewegen, wenn du draufstehst. No? Ah, okay, das ist ärgerlich. Das wäre nämlich die ideale Transportmöglichkeit. Aber du kannst dir eine Brücke mitbauen. Ja. Aber brauche ich denn überhaupt eine Brücke? Ich habe ja doch alles schon. Wer bin ich denn, dass ich hier eine Brücke nach der anderen baue? Brücke sehen und sterben, was ist Scheiße. Wollen wir hier. Oh. Ach, das bleibt dann auch irgendwie nicht. Okay, das hebe ich mir mal auf kurz. Ah, der bringt dir Pfeil- und Bogenschießen bei. Aber das habe ich jetzt zum Glück schon verstanden. Man hat ein bisschen das Gefühl, man kann so die Wärme der Sonnenstrahlen spüren. Fische, die Farbe, in die es gehüllt ist, ne? Das lässt sich so ein bisschen fühlen dann alles. Ja, dieser Licht, irgendwie das Licht ist einfach so strahlend. So gleißend, ne? Man sieht ja hier so dieser Nebel noch. Es guckt durch den Nebel durch, der Wind, die Blätter, die da durchwehen. Also eine ganz tolle Stimmung. Wirklich. Also wirklich, wirklich beeindruckend. Okay. Das war vielleicht ein bisschen unnötig, aber jetzt sind wir immerhin hier. Es ist auf jeden Fall hart, sich hier zu orientieren. Also noch fällt es mir schwer, manchmal eher. Ja, das ist der Anfang. Ne? Ach, da sind ja diese Dinge. Okay, also dann muss ich ja nur da einfach drauf. Ganz große Treppenstufen sind das. Ja, Mann. Ja, wenn du beim Klettern springst, verbrauchst du immer ein bisschen viel Stamina, kommst du aber auch ein bisschen schneller hoch dann. Okay. Das ist natürlich überhaupt nicht wohin, aber so sieht schon mal nicht so schlecht aus. Nee. Too high, ne? Too high, baby. Okay, jetzt. Kann ich den grapschen? Nee. Solltest du. Mach mal, aktivier mal. Dann nehme ich doch einfach den. Ah ja, schön. Ich baue mir meine eigenen Treppenstufen. Mhm. Clever von den Entwicklern, mussten die Open World nicht bauen, mach's doch selber. Es ist echt krass, wie sich diese Crafting-Geschichte durchgesetzt und überall reingewanzt hat. Finde ich cool. Aber auch gut, dass jeder so ein bisschen seinen eigenen Drive damit findet und es nicht einfach nur immer wieder dasselbe ist. So. Kann jetzt nicht die Belohnung gewesen sein, oder? Das war die Belohnung? Dafür, dass du hier bist, aber du bist ja auch schon ein gutes Stück weitergekommen, indem du hier hoch bist, ne? Muss mal gerade gucken, wo ich lang muss. Ja, aber ich habe nicht das gefunden, was ich eigentlich gesucht habe. Aber ich habe eigentlich gar nichts gesucht, ne? Wir sind ja hier du eigentlich. Du bist nur ein gutes Stück weiter dahin, ja. Okay, das hier ist dieser. Okay, gehen wir mal dahin. Und zwar wähle ich aus. Hier müssen wir rein. Ja, genau. Also, wenn du die auch auf der Minimap sehen willst, musst du welche von diesen Vierecken unten auswählen. Da werden die auch auf der Minimap angezeigt. Da suchst du dann den Platz aus. Moment, was meinst du? Ach so, die... Genau, dann, ja, also der diese Stempel. Genau, diese Stempel, den kannst du ruhig löschen. Ah, aber mach einen von den unteren, dann siehst du jetzt zum Beispiel grün auf der Minimap unten, wo du hin musst. Das ist gut. Die Leuchtstempel. Hä? Moment. Ja, gerade mal gucken. Haben wir den schon? Ich dachte... Endlich hast du ihn gesehen. Ja, ne, hab ich die ganze Zeit verpasst. Ich sag mal, hätte ich die ganze Zeit schon sehen können, oder? Ich habe den schon zwei, dreimal ausgemacht, aber nur, weil ich auch wusste, wo der ist. Ja, aber trotzdem, der ist doch sehr interessant. Also du siehst jetzt das Grüne, wenn du auf die Map guckst, auf die große Map, siehst du jetzt, wo den Grün hingemacht ist, die sind, glaube ich, recht gleichförmig verteilt. Der ist eben in der anderen Ecke hinten in der Insel. Hm. Na, cool. Oh, shit. Ist die Axt gut zum Kämpfen, oder? Ja, okay. Weil vielleicht hebe ich mir die einfach nur auf zum Bäume fällen oder so. Oder ist es
Aber ich meine, ich kann ja nur mit der Axt kann ich Bäume fällen. Heil die Energie, würde ich sagen. Moment, erstmal hacken. Es ist nicht nur die Axt. Aber die Axt hilft natürlich da. Ich würde trotzdem heilen, weil du gerade geschossen bist mit dem Pfeil. Okay, ja, nur, was soll ich denn machen? Ich will ja nicht. Wenn ich stehen bleibe, du weißt, wie lange ich brauche für die Scheiße. Achso, du kannst ja im Menü direkt machen. Okay, gut. Das machen. Schön. Ah, diese Musik. Mhm. Die schaffen es aber auch immer wieder, dass einem das dann so voll Bock macht, auch diese, die zu hören. Man ist so, so wirklich Pavlovsch konditioniert auf diese Geräusche. Das ist so, ich brauche das. Ich brauche einfach den Sound nochmal. Für mein Gemüt. Ich finde, sie sollten es einmal beim nächsten Zelda so machen, dass es gar nicht passt. So Metal. Und einfach mal gucken, wie die Leute reagieren. Link in der Zukunft, wo er alles mit Heavy Metal Musik dann löst. Genau, Cyberpunk. Naja, in der Zukunft gibt's auch Links. Die gibt's nicht immer nur in dieser Fantasy-Welt. So, ich will natürlich jetzt was wegwerfen. Und zwar nur den Schrott. Das Master Schwert, nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Das Master Schwert sollten wir wahrscheinlich behalten. Ja, man muss irgendwann halt lernen, dass man nicht alles mitnimmt. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Hier, Ralf Rute kann auch weg. Geh nicht mehr auf Twitter. Ist er nicht mehr da? Keine Ahnung. Es ist einer von den Leuten, glaube ich, die alle paar Minuten da irgendwie rausgehen, dann kommen sie wieder. Twitter macht Leute kaputt. Twitter tötet. So. Würdest du sagen, ich nehme an, die Antwort ist nein, aber würdest du sagen, dass man hier so eine dichte Lore spinnen kann anhand der Umgebung und Locations, also wie in, ich sag mal jetzt Elden Ring wieder? Also Environmental Storytelling ist natürlich da. Was du bei Elden Ring zusätzlich hast, ist, du bist ja fast schon in einer Postapokalypse, würde ich fast sagen, bei Elden Ring. Du hast zwar noch Leute, die da leben, aber du hast ja nicht mehr wirklich Siedlungen oder irgendwas. Ja, ne? Und wo du siehst, das ist die Stadt, wo ich mit Leuten rede. Hier ist es natürlich noch richtig bewohnt. Also bist du nicht darauf angewiesen, nur in der Ecke zu gucken und zu interpretieren, was sagt mir eigentlich diese Furche im Baum. Okay, weil die Leute sagen es dir mehr oder weniger, was scheiße ist. Ja, also weil du eben auch sehr viel dich mit Leuten austauschen kannst. Nichtsdestotrotz, das Environmental Storytelling ist natürlich auch da. Ach, Moment, ich wollte gerade mein Schild, aber... Wo ist mein Schild? Du hattest es, glaube ich, davor, aber manche so, sagen... So, jetzt habe ich es, okay. Sieh, aber es ist, glaube ich, liegt am Controller, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal verlasse ich die... ich rutsche da einfach ab. Die Joy-Cons sind nicht die besten. Okay. Es ist halt, man will ja alles mitnehmen, man muss nur, glaube ich, checken, okay, du musst auch nicht alles mitnehmen, oder? Ja. Also das ist so, der Impuls ist da. Und du hast manche Sachen hier zum Beispiel jetzt, weil du eine Zweihänderwaffe hast, das Schild kannst du gar nicht benutzen jetzt. Wegen der Zweihänderwaffe? Ja, genau. Okay. Also manche Sachen muss man sich so ein bisschen merken. Oder man muss erstmal das Gefühl dafür entwickeln. Da ist ein Wasserfall, Rego. Da bist du runtergekommen gerade. Lohnt es sich, dahinter zu gucken? Guck einfach, ich weiß nicht mehr. Also ob es irgendeinen Wasserfall gibt in einem Nintendo-Spiel, wo nichts dahinter ist. Ich weigere mich, das so zu tun, als wäre da nichts dahinter. Ja, genau. Da ist hundertprozentig was dahinter. Achtung. Da ist ein... Da ist eine Wand dahinter. Eine Wand. Okay, das ist jetzt wenig überraschend. Das habe ich fast erwartet. Scheiße, da ist ja gar nichts. Die Entwickler werden immer unberechenbar. Werden mal dreister, ne? Oh, ertrinke ich jetzt? Wahrscheinlich schon, ne? Das steht kurz davor, glaube ich. Keine Angst, du bist. Aber ich hatte doch drei Äpfel gerade. Ja, genau. Der eine Apfel hat dich gerettet. Gut, den haben wir. Ich will weiterhin. Ich will dahin. Ja, schwimmen wird nicht reichen. Man könnte eventuell hier so am Rand schwimmen. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht reicht. Ja, ich glaube, die Markierungen stellen dann, das sind Wasserfälle nach unten da. Vielleicht ist es nicht so geil, dann ganz am Rand zu sein. Das hier, ne? Ja, aber also
Du wirst mir jetzt gleich das nicht sagen wollen, aber ich werde doch hier nicht rüberschwimmen können. Genau, ich werde es dir nicht sagen wollen. Ich würde es jetzt halt ausprobieren. Schauen wir ruhig mal. Ich kann mir aber doch auch ein Boot bauen. Wir haben doch da drüben erst ein Boot gehabt. Hier haben wir doch schon ein paar Sachen. Ach, der Gregor ärgert sich, weil ich so smart bin. Weil du so smart bist und das schon gelöst hast hier. Ich nehme an, dass man so 3 mindestens braucht. Ja, und man lernt ja durchaus auch, das immer schneller zu bauen. Also es ist ja, dauert ja nicht immer so lange wie am Anfang. Ich bin mittlerweile recht gut zum Basteln hier. Das ist so ein bisschen, es wirkt auf mich so in dieser Geschwindigkeit auch so ein bisschen wie Fortnite. Also oder? Also ist es ja nicht, aber dieses Zusammenbauen und so, dieses Schnelle. Vielleicht hat man sich ja auch ein bisschen orientiert. Dadurch, dass ich Fortnite überhaupt nicht verstehe, ich habe auch ab und zu mal Videos gesehen, wie die einfach rumlaufen und in Sekundenschnelle entsteht was und die ballern alle weg. Also wer da talentiert ist, schafft es bestimmt. Ja, ja, ich meinte es auch, ich kann das auch nicht, aber ich glaube, dass ich verstehe, wie es gedacht ist. Also hier könnte es wahrscheinlich auch, warte mal, bis die Speedrunner hier irgendwie kommen. Oh ja, da bin ich sehr gespannt darauf, wenn es mal soweit ist. Da kannst du sicher sehr viel bauen in absurden Geschwindigkeiten. Moment, so. Das ist ein gutes Floß. Oh, hat sich sogar mit der Windrichtung gedreht, das Segel. Das ist ja geil. Also ich liebe es, wenn Spiele sowas anbieten und man sich das anguckt und sagt, das könnte funktionieren und dann funktioniert es. Also was Schöneres kann man sich eigentlich gar nicht wünschen, als dass man frei machen kann, was man will. Und sogar der Wind ist auf meiner Seite. Das ist nett vom Wind. Eigentlich müsste er jetzt ziemlich dicke Nippel haben in dem Wind. Ja, aber keine, der Wind kommt von hinten. Das heißt, die Nippel vorne sind geschützt. Und vielleicht hat er die Nippel auch hinten. Ist ja irgendwie, ist ja kein Mensch. Das ist der Unterschied bei Hylianern. Die Nippel sind hinten und der Rest vorne. Jetzt aber schau doch mal, vielleicht haben die ja wirklich gar keine Nippel. Ich meine, ja, vielleicht hat einfach nur, ja, Brustmuskel und Bauchnabel. Ich will jetzt nicht, dass die Leute da so Szenen rausklippen aus dem Video, wo wir nach den Links-Nippeln suchen. Ja, okay, aber... Da sind sie wieder, die Nippelsucher. Dafür kennt man uns. Ja. Wer ist euer Lieblingslied? Nippel durch die Lasche ziehen von... Mike Krüger. Tom Krüger, hätte ich was gesagt. Nein, Mike Tom Krüger. Krüger. Ja. Oh. Der hat jetzt auch einen Podcast, ne? Nein, so, Mike Krüger? Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Nein, du verarschst mich. Nee, die haben beide einen, ich glaube, RTL Plus finanzierten Podcast. Also oder das so. Halte ich für eine der besten Ideen ever. Das finde ich wirklich eine richtig gute Idee. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Finde es ja immer noch schade. Ich wollte ja mit ihm zusammen eine Watchparty machen und die Einsteiger gucken, aber ich habe nie eine Antwort bekommen. Oh Mann. Dabei war das so eine gute Idee. Das ist absolut fantastisch. Ich habe vor einigen Monaten, nee, vor ein paar Jahren ist glaube ich gewesen, der ist ja mittlerweile auf Amazon Prime, der Einsteiger. Puh, ich habe die ersten 20 Minuten geschaut. Tommy findet sich ganz schön geil. Tommy findet sich ganz schön geil. Die Gays kriegen es ab und ansonsten ist es halt ganz klar ein Film seiner Zeit. Ne? Ja, aber er alles. Hat immer noch eine schöne Prämisse. Ich finde, das ist immer noch ein unterschätzter Film. Die Idee ist super geil, ja. Mit denen, nur wie sie umgesetzt ist, ist teilweise ein bisschen hanebüchen. Sowieso all die Sachen, Piratensender Powerplay, auch ein High-Quality-Film. Ne? Heute wäre Streaming, illegales Streaming. Ja, Piraten-Twitcher, Super-Twitch. Ja, Piraten-Twitcher, deswegen machst du keine Filme. Piraten-Twitcher, Super-Twitch. Was geht ab, meine Twitches? So ungefähr, ne? Ja. Ja, genau deshalb mache ich keine. Achso, ich soll hier drücken. Strecke er seinen Arm aus. Da muss man vorsichtig sein. Aber warum hat er dann so Krallen? Das finde ich irgendwie komisch. Es wirkt so, als wäre das eben wirklich die Hand von einem, ist ja auch die Hand von einem anderen Wesen, ja. Aber wo ich mir nicht klar bin, also ich meine, er hat gesagt, deine Hand ist kaputt vom Miasma zerfressen und nimm mal meine Hand. Das heißt jetzt, die Hand von Link existiert gar nicht mehr, hat er ihm die amputiert und seine andere dran gehaftet? Ja, die liegt irgendwo rum. Ja, braucht er die noch? Die Hyäne ist schon am Schnüffeln und wartet drauf, dass die richtig lecker wird. So, check mal die Fähigkeit aus. Moment, ein Objekt an ausgerüsteten Waffen und Schild, um neue Ausrüstung. Das ist dann also so auch so ein Crafting-Ding. Mhm. Nice. Waffen und Schilden neue Fähigkeiten verleihen.
Also, aber nicht mit allem kombinieren, nehme ich an. Sondern wirklich, also ich kann jetzt nicht vorne so ein Baumstamm dranhängen. Doch. Was, wirklich? Doch. Das ist ziemlich cool. Aber das kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen. Probier einfach raus. Es ist dazu gedacht, die Waffen zerbrechen ja sehr schnell. Na? Und damit verändest du nicht nur die Funktionsweise der Waffen, sondern auch deren Haltbarkeit. Das muss ich jetzt. Ach so, also ich kann quasi das Element Stein oder so damit kombinieren. Nee, den Stein. Das muss ich jetzt erstmal raffen. Alter! Ernsthaft? Du hast einen Stein an einen Stock gecraftet, ganz genau. Ja, gut. Und damit kann ich das dann so kaputt hauen. Oder brauche ich drei Steine? Okay, ja, ich verstehe. Das ist ja ganz cool. Auch eine gute Idee. Schöne ist ja, man weiß bei Nintendo ja auch, die machen dann aus den Ideen auch was. Also wenn du denen so ein Feature gibst, sag hier, das ist jetzt der Steinprügel, dann fallen denen 20 Millionen Rätsel ein. Und dann bist du noch bei anderen Sachen. Feuer, Holz, ich weiß ja nicht. Aber es sind Elemente, oder? Oder kann ich jetzt auch ein... Weiß ich nicht, fällt nichts ein. Da ist eine Kiste runtergefallen. Ein Gegner draufkleben. Gegner nicht, aber du kannst zwei Waffen miteinander kombinieren zum Beispiel. Also es ist prima fürs Campen. Also ein Schwertbogen oder ein Bogenschwert. Zum Beispiel, ja. Schwertbogen, Bogenschwert. Aber ist du kannst auch Sachen an Pfeile dran craften. Zum Beispiel. Ein Steinpfeil zum Beispiel. Warum nicht? Vorne großen Steinpfeil. Warum nicht? Do what you like. Okay, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Aber kann ich auch zwei Steine an einen großen Baumstamm dran kleben und damit dann schlagen? Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel jetzt so ein ganzes Floß dir an den an ein Schwert reinpacken kannst. Aber ich habe ja gerade konkret ein Bild gemalt. Ja, test es aus. Why not? Mal gucken, ob das Spiel das akzeptiert. Das akzeptiert ja, sehr viel. Ich frage mich, ob Nintendo das akzeptiert. Ja. So, den Moment. Jetzt passiert was. Nee. Ah, warte mal. Genau, irgendwas hier. Ja, vielleicht das, ist doch gar nicht, ist das, hier gar nichts. Das Kombinieren gilt nur für Waffen und Schilde. Für die anderen Sachen musst du eben deine Telekinese verwenden. Wenn du irgendwas anderes innerhalb der Welt machen willst. Ja, dann müsste ich jetzt hier wieder das nehmen, ne? Aber ich. Aber du kannst das nicht. Oh, da oben ist was. Ja. Das ist leider zu weit weg. Aber die hätte ich jetzt sonst gar nicht mehr gesehen, dass da überhaupt noch was ist. Was ist das? Amiibo. Okay, also will keiner. Da brauchst du einen kleinen Schlüssel für, um die zu öffnen. Und der ist wahrscheinlich in der Truhe. Und da muss ich rankommen. Aber dann gucke ich erst nochmal hier. Einfach dieser dumme Stein dran klebt, ey. Könnte ich da jetzt drei Steine dran kleben? Und ist das vielleicht die Lösung? Probier es mal, aber ich glaube nicht. Wenn, okay, wenn du schon eine Sache synthetisiert hast, sagt er dir, da hängt schon was dran. Okay. Oh, was ist das denn? Oh. Hab ich gar nicht gesehen eben. Ja, wenn du nicht schon deine Keule gehabt hättest, damit überhaupt, glaube ich, hier eine Waffe ist, um dann den Stein da dran zu packen. Ha, stimmt, ja. Okay. Na gut, dann muss es ja dieser eine Raum der Kiste sein. Mhm. Ist es denn so, dass es nur so viele Tempel gibt, wie es auch Kräfte gibt? Also, das sind quasi die Main-Tempel, wo ich meine Kräfte kriege, so wie es ja auch im Vorfeld war. Es ist auch hier, wie gesagt, auch alles Breath of the Wild-Style. Du hattest ja auch die... Ja, nur ich frage ja, weil ich, wie gesagt, Breath of the Wild ja nur so ein bisschen kenne. Genau, also auch mal für die Leute, die dann jetzt zuschauen, so wie man die Kräfte in Breath of the Wild bekommen hat, um sie dann komplett dann für den Rest des Spiels anzuwenden, ist es hier gleich. Das ist jetzt eine der wichtigen Fähigkeiten, die du das ganze Spiel über anwenden wirst. Ah, okay. Ich dachte, ich kann da vielleicht eine Plattform hochziehen. Das ist auch so weird, als wären wir unter Wasser. Und ich kann das halt nicht greifen. Und das andere hilft mir jetzt wahrscheinlich auch nicht. Also, Synthese hilft mir jetzt ja auch nicht. Kannst du mir wenigstens sagen, ob das hier in diesem Raum
mich befindet. Du, das Rätsel ist es hier mit uns in einem Raum. Du hast, glaube ich, alles, was du brauchst in diesem Raum, um das Rätsel zu lösen. Ohne dir jetzt zu viel auf die Sprünge helfen zu wollen. Nee, ist auch okay, aber ich habe Pfeil und Bogen. Okay, vielleicht muss man damit irgendwas machen. Ja, gedrückt halten brauchst du einfach, um Pfeil zu aktivieren. Halt R gedrückt. R2, Entschuldige, R2 gedrückt halten. Der Pfeil und Bogen. Okay. Ich bin abgerutscht. Das sind die kleinsten Controller-Buttons, die man je gesehen hat. Die sind ja noch kleiner als die großen, breiten LR hier. Das sind ja winzige Dinger. Okay, also gedrückt halten, dann kannst du den spannen und loslassen. Jetzt kann ich den Pfeil noch modifizieren. Vielleicht ist das ja eine Lösung. Ich könnte Feuer machen, Schleim. Nee, das hilft mir, glaube ich, nicht. Horn, Energie, das. Opal, nee, das ist nichts. Einzige, wo ich noch was sehen könnte, wäre hier so ein Feuerding. Kann man ja mal machen. Gedrückt halten, nach oben zu modifizieren. Auf die Sache und dann loslassen. Ja. Yay! Gregor und das Superbrain. Ich hab dir nicht viel auf die Sprünge helfen müssen. Du hast ja auch hier gerade diese Feuerfrüchte eingesammelt. Ich habe hier wieder gemerkt, ich wusste natürlich, wie man die Pfeile becraftet, damit die Sachen drankommen, aber es ist ein bisschen unintuitiv hier an dem Punkt. Weil, okay, welches Untermenü muss ich nochmal gedrückt halten? Welchen Finger muss ich loslassen, damit es da dran hängt, während des Pfeils? Wäre ich mit dem Pfeil jetzt auch dahin gegangen? Nee, das kannst du auch machen. Ne? Genau. Vielleicht haben sie es einem deswegen so gezeigt. Und jetzt hättest du den auch da oben abschießen. Ja, okay, aber dann haben sie einem schon das Feuer ja immerhin hingestellt. Das ist ja schon mal ein hilfreicher Hinweis. Der das übernehmen will? Ach so. Das war der Reststein, wo du das umgehauen hast, meine ich. Link mag Steine nicht, Grasbüschel mag er nicht und Vasen. Und Dachse. Und Dachse. Diese stinkenden Dachse. Die stinkenden Dachse. Schön. Aber ein Rätsel ist noch. Kampf. Die Gegner können auch craften. Interessant. Ja, ich will aber eigentlich will ich das machen. Ach ja. Wenn ich jetzt. Ich habe das Richtige ausgewählt. Ja. Oh, shit. Das ist auch ein Zweihänder, ne? Mhm. Ich kann also da. Du kannst also den Schild gar nicht benutzen parallel. Oh, haut er einen zweiten Stein da drauf? Nee, er setzt den Stein nur. Okay. Okay, ich brauche jetzt mal kurz Energie. Aber einen Roller kann er nicht. Aber ich glaube, wenn du jetzt den Zweihänder hast, wird es ziemlich heftig. Du hast auch keine gute Abwehrmöglichkeit mit dem. Ja, du kannst nach hinten rollen mit der Sprungtaste. Also kannst du so einen Rückwärtssalto machen. Ah, okay. Und wenn du den im allerletzten Moment machst, hast du diese Zeitlupe dann nochmal. Jetzt drücken, Y. Und jetzt das mehrfach, ja geil. Mehrfach. Das ist ja geil. Okay, ja. Oh, aber der hätte gelten müssen. Okay, jetzt kein Risiko mehr, aber eh schon schwer. Oh ja. Ich hab ihn jetzt. Du hast ihn. Sehr gut. Oh, sehr interessant. Ja, du müsstest den Bogen wegschmeißen, falls du den holen möchtest. Will ich natürlich. Und deswegen gehe ich digital. Ah, nee, oh. Also, um in das Bogenmenü zu kommen. Ja, okay. Halt die rechten Trigger gedrückt, damit du den Bogen spannst. Oh, okay. So, und jetzt drücke das Steuerkreuz nach rechts.
Jetzt mit dem, während du das gedrückt hältst, rechts mit dem Analogstick und dann auf den Bogen, den du wegschmeißen willst, und drückst auf X, um den wegzuschmeißen. Jetzt hast du, und den Pfeil wieder reinzupacken, hättest du nochmal X drücken können, aber so kannst du den jetzt nehmen. Es ist viel zu überladen. Ja, das ist wirklich krass überladen. Du hättest wahrscheinlich auch übers Menü machen können, aber es ist jetzt auch nur, ich konnte es auch nur, weil ich es 15 Stunden so gemacht habe bisher. Ah, okay. Was ich bei dem Gegner gemacht hatte, ich hatte einen Feuerfall reingeworfen, das erstmal, weil da so viel Gas oder hier das Laub um den rumherum war. Und der ist fast komplett verbrannt, weil er da so rumherum gelaufen ist. Ja, jetzt sehe ich's. Ja. Man hat ja kurz vorher, hat man es ja schon beigebracht bekommen. Aber es ist auch sehr befriedigend, wie das auseinanderfällt. Viele kleine Einzelteile. Aufnahme läuft noch nicht, dass wir in den Spielen spielen. Ja, einfach mal nur für unser Vergnügen, das kann ja nicht sein. Sei gelobt. In nominis patris, Missbrauch. Unsere Arbeit ist getan. Mache er die Tür zu. Cool. Okay. Ja, zwei Schreine gefunden. Jetzt den anderen sehen wir da oben noch, ne? Meister Link. Wollte dir was überreichen? Was war denn das? Hier, bitte sehr. Oh, das sieht ein bisschen obszön aus. Ich weiß nicht, aber für was? Was kann man damit machen? Batterie. Batterie am Gürtel, okay. Okay, das sind so noch Bauteile. Das sind so die mechanischen Bauteile. Ich glaube, die wirst du dann sehen. Mit dieser Batterie kannst du sie für eine Zeit lang speisen. Also dann kannst du so und so Sekunden dieses Gerät damit betreiben. Okay. Die lädt sich auch immer von alleine auf, also brauchst du keine Sorge haben. Ja, ich finde, es war ein schöner, also für mich war es ein schöner erster Einblick. Mhm. Jetzt würde man wahrscheinlich, wenn man es noch weiterspielen würde, den dritten Tempel machen, dann kommt man wahrscheinlich wieder so ein bisschen in die nächste Ebene, nächsten Bereich. Man kommt in den Tempel, ist dann da wahrscheinlich nochmal eine Geschichte mit dem Endboss und so. Also ich kann es mir grob schon vorstellen, wie es weitergeht, und ich muss sagen, das ist... Vom Style her ist es halt genauso, wie ich es erwartet habe. Mhm. Ne? Geiles Nintendo-Videospiel. Aber dass das so gut zusammenpasst alles, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Dein Eindruck ist ja schön positiv, oder? Also total positiv. Ich meine, was soll man da Negatives eigentlich dazu sagen? Also wenn überhaupt... Nö, ich hab nichts Negatives. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin bei sowas immer ein bisschen überladen von der Größe. So. Mhm. Aber im Moment ist es ja noch... Und ich bin immer noch kein Fan von dieser Geschichte hier mit dem Wechseln und so. Ich mag schon auch, wenn ich mir eine Rüstung holen kann und die tune und dann habe ich die und dann bin ich da stolz drauf. Das ist schon eine Sache, die mir ein bisschen fehlt, aber kann man dem Spiel ja überhaupt nicht vorwerfen, weil das hält sich ja nur an das, was man von ihm erwartet. Ja, es ist... Aber ich fände es auch nicht schlecht, wenn es bei späteren Spielen mal wieder anders werden würde. Sagen wir es so. Es ist so oder so. Man kann es wirklich zusammenfassen als Breath of the Wild 2.0. Ne? Alle Systeme, die es vorher gab, gibt es hier auch. Adaptiert, angepasst, verbessert, geschliffen nochmal. Aber es ändert nicht fundamental, wie das Konzept mit den zerbrechlichen Waffen gewesen ist, wie die Dungeons funktionieren, wie die Schreine aufgebaut sind und so weiter. Wie so Rätsel mit deinen Physikfähigkeiten, die jetzt neue Fähigkeiten sind.
Also das Erlebnis ist ähnlich, aber du, dadurch, dass sie so viel Zeit hatten seit dem letzten, fühlt es sich auch eben sehr durchgeschliffen und poliert an. Ja, ich muss auch gerade zu den Klamotten, zu den Waffen noch sagen, dass ich auch gerade gemerkt habe, das kann man auch sehr schnell immer wechseln. Also es ist auch nicht schlimm, dass die Dinger kaputt gehen. Ja, ja. Es ist, fehlt nur so ein bisschen diese Zelebrierung eines Waffensets, ne, mit einer Rüstung oder so, wo man sich gerne auch anguckt. Und das, ich habe das Gefühl, das ist jetzt alles so ein bisschen gewichen eines ständigen, einer verschwenderischen Neuverwendung von immer denselben Waffen eigentlich. Weil ein Stock, ich habe jetzt halt 50 Stöcke, die ich dann nach und nach halt haue, aber ich hätte auch nichts dagegen, einen großen edlen Stock zu haben, der einfach viel aushält. Ja, es ist diese Grundidee, wenn du einmal eine Waffe hast, das ist das, was ich bei Elden Ring oder den Souls-Sachen dann tatsächlich habe. Ich laufe da, glaube ich, von den 130 Stunden, die ich gespielt habe, bin ich 90 mit der gleichen Waffe rumgelaufen, weil das ist die ich kann, das okay. ist die, auf die ich vertraue, das ist die, wie ich es weiß. Und das hier, immerhin, immerhin zwingt es dich, verschiedene Waffen auszuprobieren, zu experimentieren, was nett ist. Ich bin auch kein absoluter Superfreund, aber von diesen zerbrechlichen Dingern, also ich toleriere es mehr, als dass ich jetzt das feiere. Ich muss aber sagen, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, jetzt, weil es klang so, als fände ich das irgendwie besonders hardcore, aber es fehlt halt dann irgendwas, was man aus anderen Spielen ja mochte. Und aber ich bin total happy. Ich hoffe, wie gesagt, immer noch, dass man irgendwann fliegen kann oder irgendeine Form von Flug kriegt. Ich gehe fast davon aus, weil es doch sich eigentlich fast anbietet, hier sowas in der Art zu haben. Ist er tot? Ja. Oh, ich habe irgendwie die Seele befreit des armen Tieres. Ein Majoi-Signum. Ha, verleitet dazu, mehr davon zu sammeln. Das ist schön, wenn das in der Beschreibung schon mal drin steht. Ja, das weißt du schon, wie viele davon irgendwie sammeln wirst noch in deinem Leben. Okay, also ich bin sehr happy. Ich bin jetzt wieder aufgebrezelt, hab Energie. Und ich freue mich vor allen Dingen darauf, wenn ich das dann ja nochmal jetzt für mich spielen kann. Ihr alle könnt jetzt, wenn ihr sagt, ich will das aber weitersehen, würde ich raten, vorschlagen, einfach bei dir weiterzugucken, ne? Je nachdem. Ich bin mir, ich weiß nicht, inwiefern. Ich glaube, dass hier nichts geplant ist. Ich weiß es aber nicht. Ja, ich weiß nicht, inwiefern da noch mehr hier auf dem Sender kommt. Wir werden so oder so, wir haben ja auch große Zelda-Fans oder den Streamern abseits von dir. Ich bin mir sicher, dass bei Ede da auch etliche Sachen kommen wird. Absolut. Bei dir, Janina und so weiter. Schön zum Ende nochmal eine Toga bekommen. Eine alte Toga vor allem. Alte Leute mit einer alten Toga. Und Opa. Ja, ich streame natürlich nicht, aber ich mache meine Sachen dann YouTube-Style. Also da gibt es täglich dann mehrere Stunden. Du hast ja die 60 reden. Stunden schon aufgenommen. Ja. Also du. Ja, ich muss es noch schneiden und fertig machen oder so alles. Aber da hast du uns allen einen großen Vorteil schon. Je nachdem, wie ich dann dazu komme. Ich werde auch noch ein Review dann nochmal fertig machen in Ruhe. Ich glaube, jetzt bin ich ungefähr so weit, dass ich es vernünftig einschätzen kann. Und ihr könnt natürlich auch den Review-Talk auschecken hier mit Trant gemeinsam. Da könnt ihr auch auf seinen Game-2-Beitrag gespannt sein. Aber ja, ich bin, ansonsten kann ich sagen, also mein Eindruck ist super positiv bisher bei dem Spiel. Ich habe meine Kritikpunkte, die werdet ihr dann im Review-Talk oder anderswo nochmal hören, hier und da. Aber es ist jetzt nicht so, wo das das Spiel entkräftigt oder invalidiert. Weil das, was wir hier bisher gemeinsam mitbekommen haben, ich habe mich auch da komplett in das Ding fallen lassen können und einfach mal, die 60 Stunden sind nicht umsonst in der Woche zusammengekommen. Ja, also ich habe jetzt auch so ein bisschen den Antrieb, natürlich weiterzuspielen, aber dadurch, dass ich weiß, dass es nicht mein Spielstand ist, bin ich so, naja, dann warte lieber noch, bis du dein. Weil ich würde jetzt gerne noch den letzten Tempel machen und dann mal gucken, was in dem großen Tempel ist. Und dann kommt ja dann kommt eine Zwischensequenz, dann kommt die nächste Welt und dann musst du auch erstmal wieder rumlaufen und schon sind 3 Stunden rum. Da musst du sagen, also zusätzlich. Ich könnte es dir sowieso nicht da lassen, weil es die Arbeit switcht und da ist mein Spielstand auf und ich werde den Teufel tun, nochmal anzufangen auf meiner eigenen damit. Also dann werde ich jetzt deinen schnell überschreiben. Copy and pasten, schnell einfach Wild. 2 Stunden über Wild. Alles. Okay, wir sind am Ende. Das war mir eine große Freude, Gregor. Ja, danke, schön, dass wir es gemacht haben. Ja, und dass du dir Zeit genommen hast, mich so ein bisschen einzuführen in die Welt. Gern geschehen, gern geschehen. Ansonsten, check den Rest hier überall aus. Genau. Dich bei Twitch nochmal, twitch.tv/monofficial, oder ist es? Genau, mon-official auf Twitch. Simon Kretschmer auf Ding. Ich habe auch Montalk auf YouTube noch als Zweitkanal. Aber was ich eigentlich sagen wollte, viele fragen immer, was ist eigentlich mit Signalis? Mit Schröcker. Das haben wir ja irgendwann angefangen, eine Folge geliefert und haben dann gemerkt, es ist sehr schwer, uns zusammenzukriegen. Jetzt sind wir fast fertig. Wir haben uns immer wieder hier getroffen und haben ein paar Folgen aufgenommen. Oh, fast fertig. Cool. Es hat ewig gedauert. Aber wir haben es geschafft und das kommt also auch demnächst. Ihr braucht es also nicht mehr einfordern. Wir sind da fast fertig. Ja, das wir haben es nur noch nicht durchgespielt. Wir sind auch sehr dumm. Also wir haben wirklich extrem Dummheit bewiesen. Freut euch drauf. Ich kenne euch alle. Ich bin gespannt drauf. Ja, checkt das gerne aus und danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit Zelda. Ja, viel Spaß mit euch. Tschüss.